Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Diese Folge hier, falls ihr die jetzt auf YouTube gerade seht, wird live aufgenommen, auf Twitch quasi wieder mit Live-Publikum, mit Live-Chat dabei. Also wundert euch nicht, wenn ich manchmal mit irgendwelchen Leuten rede, dann sind das ausnahmsweise Leute im Chat und nicht in meinem Kopf, wie es normalerweise der Fall ist. So. Okay, fangen wir an. Wir sind bei dieser Burg und ich habe keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Da haben wir das letzte Mal aufgehört. Ich habe die jetzt befreit von Banditen, aber das war scheinbar überhaupt nicht das eigentliche Ziel hier gerade. Sondern wir müssen... Ja, ich weiß es nicht, die Ruinen erkunden. Ich möchte meinen, ich habe die erkundet. Aber scheinbar nicht gut genug. Jaha, Patrouille auf nüchternen Magen. Wir haben es verstanden. Schon nach den ersten 100 Mal. Aha, da ist was Rotes. Oh, eine unauffällige Schatzkiste unter Tausenden. Und da haben wir es. Zwei Katzenschemata und eine Notiz. Und die brauchen wir wahrscheinlich. Für die nächsten Hinweise, oder? Na komm, zeig mir die Notiz. Komm schon, zeig mir die Notiz an. Danke. So, Notiz eines Hasenanführers. Moment, was? Hansen. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Hanse-Anführer. Jetzt, so. Es lief alles wie geschmiert. Bartholomew de Leneux erwies sich, wie erwartet, als aufgeblasener Trottel. Auch der Hexer ist uns schnurstracks in die Falle gegangen, hat sich überschätzt und geglaubt, er käme mit allem zurecht. Zuerst spielten wir die gelangweilten Halunken, die in der Nase bohren und auf ihren Lohn warten. Als de Leneux und der Hexer endlich zur Sache kamen, rutschte dem Hexer raus, dass die übrigen Schemas in den Nebelgruben versteckt liegen. Ein gefährlicher Ort, aber vielleicht finden wir ja einen sicheren Weg zum Hexerschatz. Bei de Leneux, ich glaube, ich habe den jetzt dreimal unterschiedlich ausgesprochen, ne? Auf drei verschiedene Arten und Weisen verschieden ausgesprochen. Auch nicht schlecht. Also, bei de Leneux hat ein Bolzen von hinten gereicht. Beim Hexer haben wir mehr Ärger erwartet. Deswegen stürzten wir uns zu Mert auf ihn. Und das war auch gut so, weil er noch recht stark war. Auch wenn er gar nicht mehr hochkam. Ich habe die Jungs prüfen lassen, wie viel Schmerz ein Hexer erträgt. Nach dieser harten Arbeit haben sie sich etwas Entspannung verdient. Dann schnappten wir uns das Geld von de Launay und bald brechen wir in die Nebelgrube auf, um die kostbaren Schemas aufzutreiben und so teuer wie möglich zu verkaufen. Der Hexer und der Schmied hatten beide fürchterliches Pech. Nebelgruben. Komischer Name für ein Höhlensystem. Das sollte ich mir mal ansehen. Könnte damit zusammenhängen, dass es ziemlich neblig in diesen Höhlen ist. Ist jetzt so mein Wild Guess, keine Ahnung. Ja gut, dann gehen wir dahin. Ob die Banditen den Schatz aus der Höhle geholt haben. Das wäre doof. Wie viel brauchen wir noch? Drei? Könnte gut sein, dass wir in den Nebelhöhlen dann nur eine oder zwei finden und einen Brief der Diebe, die schreiben, hey, wir haben die Schätze gefunden und gehen jetzt woanders hin. Warum kann ich denn die Blumen nicht pflücken? Jetzt kann ich sie pflücken. Ging gerade wirklich nicht. Total verbuggt das Spiel. Ich habe übrigens nochmal geschaut, du kannst den Anführer außerhalb des Kampfes in den Kampfeinstellungen von Final Fantasy VII Remake einstellen. Ach so, das ist cool, dass das geht. Danke nochmal für die Info, das werde ich beim nächsten Mal ausprobieren. Warum das nicht, ne?
weiß schon, was ich meine. Warum das nicht einfach so geht? Warum nicht der, mit dem ich als letzter gekämpft habe, der Charakter bleibt? Und warum ich nicht genauso wie im Kampf auch außerhalb des Kampfes wechseln kann, ist mir ein Rätsel. Aber wenn es grundsätzlich geht, immerhin. Ist ja cool. Wie weit ist es denn noch zu unserem Ziel? Ah, nicht mehr weit, dann ist gut. Sonst hätte ich jetzt Plötze noch gerufen, aber so müssen wir Plötze gar nicht bemühen. Autsch, das wollte ich vermeiden. Sehr gut. Geralt, iss ein Schinkenbrötchen, schnell! Au. Au, Mensch, ich muss echt wieder aufpassen. Ich habe die Blumen zu sehr schon unterschätzt. Ich nehme die schon nicht mehr ernst mittlerweile. Schon gegen zu viele gekämpft, sind aber schon immer noch gefährliche Gegner. Ich glaube, wir meditieren mal kurz. Weil erstens finde ich die Nacht ziemlich gruselig und zweitens brauche ich vor allem Heiltränke. Aber ich finde die Nacht wirklich gruselig. Guckt, schon ist alles gleich viel angenehmer und schöner und weniger unheimlich. Wahrscheinlich müssen wir in die Höhle hier. Wow, Geralt. Oh, du mit deinem Fallschaden immer. Du machst mich fertig. Iss noch ein Schinkenbrötchen, dann passt das schon. Okay. Ich sollte mich umsehen. Zieht sein Schwert. Na. Ah. Sehr gut. Immerhin. Eine Blume weniger. Warum die leuchten so komisch am Stamm? Sind das irgendwelche speziellen Blumen? Oder ist mir das nur noch nie aufgefallen? Ach, guck mal, das war ja leicht. Ich dachte, das ist schwerer. Und gleich alle drei Schemas. Na perfekt, was will man mehr? Lexandres Tagebuch. Wer auch immer das sein mag. Ich habe alle Brücken hinter mir abgerissen. Eine Rückkehr ist unmöglich. Nicht, nachdem ich gemordet und die Großmeister-Schemas genommen habe. Vermutlich sind sie mir schon auf der Spur. Hoffentlich kann ich die Sache schnell hinter mich bringen und im Süden ein neues Leben anfangen. Meine Zeit als Hexer ist vorüber. Delaney kann ich nicht trauen. Erst recht nicht, da er darauf besteht, dass wir uns bei den Banditen treffen. Doch ich habe die Schemas in einer Höhle versteckt, die kein Normalsterblicher betreten kann. Wenn alles glatt geht, hole ich mir mein Geld, sage ihm, dass der Schatz in der Nebelgrube liegt und biete ihm dann gegen weitere Bezahlung meine Eskorte an. Wenn das nicht glatt geht und jemand diese Notiz findet, so wisse er dies. Das war es wert. Es war das Töten und Stehlen und überhaupt alles wert, aus dem miserablen Leben in der Spur zu entkommen. Das kennt jeder Hexer, diesen Wunsch, alles fallen zu lassen und in den Sonnenuntergang zu reiten. Dieser hier hat entsprechend gehandelt und teuer dafür bezahlt. Die Schemata haben eine traurige Geschichte, aber ich werde gute Verwendung für sie haben. Das stimmt leider nicht, Geralt. Ich glaube, wir werden überhaupt keine Verwendung dafür haben. Tut mir leid, dass ich dich da enttäuschen muss. Aber naja. Haja! Zudala, dann schauen wir mal kurz. Perfekt, jetzt haben wir nämlich endlich die ganzen Schemata gesammelt. Das war jetzt wirklich eine schwere Geburt. Genau, und jetzt bringen wir die ganzen Schemas zu Lafague. Der wird sich freuen. Aber vorher muss ich mal kurz gucken, wo der nächste Schnellreiseponöpel ist. Der ist nämlich, glaube ich, ein Stückchen entfernt, ne? Naja, geht eigentlich. Gehen wir zum Handelsposten runter. Sind wir gleich da.
100 Meter, 100 Fuß, 100 Entfernungseinheiten. Da können wir zu Fuß laufen. Wer weiß, was Plötze immer so für wichtige Missionen macht, während wir Plötze nicht rufen. Ich meine, das ist offensichtlich so eine Art Multiversumsreiser. Reiser? Plötze bereist offensichtlich die Welten und kann sich rumteleportieren und kommt auf Kommando hierher. So ein bisschen wie Siri. Ich glaube, Plötze ist so wie Siri, nur ein bisschen mächtiger wahrscheinlich. Wer weiß, was für wichtige Quests Plötze zu erledigen hat. Ich glaube, Plötze hilft Geralt nur so ein bisschen aus Gründen der Unterhaltung. Ich glaube, Plötze ist eigentlich in ganz anderen Sphären unterwegs eigentlich. Aber begleitet immer wieder den Hexer so ein bisschen, den Geralt auf seinen Abenteuern. Während es sich um viel wichtigere intergalaktische Abenteuer kümmert. Ich hätte gerne ein Standalone-Spiel, wo es nur um Plötze geht. Wo Plötze mit seinen oder ihren Teleportationsfähigkeiten, es ist ja eine Stute, mit ihren Super-Teleportationsfähigkeiten das Universum bereist. Und Abenteuer in fremden Welten erlebt. Und ab und zu mal kurz bei Geralt vorbeiguckt, um zu gucken, wie es ihm so geht. Kunst ist nicht das Brot. Bürger von Beauclair. Ja. Sei gegrüßt. Hoffentlich läuft deine Suche gut. Ich habe schon etwas gefunden. Wunderbar. Ich fertige mir eine Kopie an. Das ist gut. Das bringt mir endlich den Titel des Großmeisters ein. Ich danke dir. Hexer! Würdest du etwas für mich anfertigen? Natürlich. Natürlich. Aber ich glaube halt nicht wirklich in Wirklichkeit. Nicht das, was ich gern hätte. Jetzt gucken wir mal kurz. Hier wird's interessant. Die Greifenrüstung. Das ist tatsächlich die Grundstufe der Greifenrüstung, ne? Da bräuchte ich jetzt nur ein weißes Hemdchen und dann könnte ich das theoretisch machen. Ich hätte ja schon ganz gern die Bärenrüstung gehabt. Aber hier ist jetzt schon das Großmeister-Bärenrüstungsschema. Da habe ich da das Standardding gar nicht. Großmeister Greif, Großmeister Katze, Großmeister Wolf. Katze... Manticore könnte ich wieder einfach so herstellen. Verbesserte Wolfsrüstung. Ist die Wolfsrüstung nicht eigentlich unsere? Moment mal, ist es... Ich dachte... Jetzt bin ich echt verwirrt. Ich dachte nämlich, die Kermorin-Rüstung ist die Wolfsrüstung. Wir sind doch von der Wolfsschule. Aber scheinbar gibt es nochmal eine separate Wolfsrüstung. Warum hat denn unser Hexer nicht die Wolfsrüstung an? Naja, wir müssten tatsächlich eventuell theoretisch nochmal zurück in das Startgebiet, um uns die Schemata zu holen. Weil ich meine, die Bärenrüstung ist so die schwere Tankrüstung. Die würde mich ja schon interessieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für die Großmeister-Bärenrüstung bräuchten wir erst die meisterliche Bärenrüstung. Und für die meisterliche Bärenrüstung bräuchten wir erst die Bärenrüstung. Und ich glaube, ich habe keins dieser Schemata aktuell. Oder Schemen. Ach doch, hier. Nee, warte mal. Moment. Die überlegene Bärenrüstung wird aus der verbesserten Bärenrüstung gemacht. Und was ist dann die meisterliche? Jetzt, ich kenne mich mit den Stufen nicht aus. Wie viele Stufen gibt es denn da? Die Großmeister-Bärenrüstung, ist das die beste Stufe, oder? Das wäre ehrlich gesagt von den Werten her nicht mal so besonders toll, verglichen mit unserer jetzigen Rüstung, die wir jetzt haben. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Bonus für 3 Teile, wenn ein Quenn-Schild zerbirst, besteht eine Chance ohne Ausdauerverbrauch, ein neues zu wirken. Ach, das ist nett. Der Bonus wird mit jedem Ausrüstungsteil des Sets um 5% erhöht. Ach, das ist aber schon auch nett. Und was ist das andere? 6-teilige Bonus. Schaden von Fähigkeiten im Zusammenhang mit Quenn-Zeichen ist um 200 erhöht. Da habe ich jetzt meinen Geralt so gar nicht drauf spezialisiert auf Quenn, aber grundsätzlich ist ja das cool, dass man sich da so auf Zeichen spezialisiert.
Was hätten wir denn bei der Großmeister-Greifenrüstung? Nach Wirken von Zeichen im Standardmodus. Okay. Unter Adrenalinverbrauch wird beim nächsten Zeichen, das innerhalb von 3 Sekunden im Standardmodus gewirkt wird, keine Ausdauer verbraucht. Das heißt, ich kann dann quasi zum Beispiel 2-mal schnell hintereinander Feuer machen. Oder verstehe ich das richtig? Zum Beispiel Igni oder irgendwas anderes. Hi, Fullcat. Hallo. Wie geht's? Die Größe der Jürgenfalle. Ach, die Jürgenfalle. Die ist schon gut. Wird um 40% erhöht. Ja, in manchen Kämpfen toll. Die Großmeister-Katzenrüstung. Da hätten wir eine Kapuze auf. Durch starke Angriffe wird der Schaden von schnellen Angriffen 5 Sekunden lang um 10% pro Ausrüstungsset des Sets erhöht. Durch starke Angriffe wird der Schaden von schnellen Angriffen erhöht. Okay. Rückwärtige Angriffe verursachen 50% mehr Schaden. Was? Wenn ich Gegner von hinten angreife, oder? Heißt das. Und dann haben wir hier noch die Wolfsrüstung natürlich. Auf ein Schwert können bis zu 3 verschiedene Öle gleichzeitig angewendet werden. Bomben werden verzögerungsfrei geworfen. Das ist alles sehr, sehr nett und cool. Aber ehrlich gesagt ist es mir das nicht wert, dass wir jetzt deswegen grinden und Rezepte suchen. Weil unsere Rüstung ist gut. Die ist wirklich gut. Die ist sogar sehr gut. Ich meine, sie sieht ein bisschen bescheuert aus. Aber sie ist gut. Komm, zieh dein Schwert. Kämpfen wir mit dem Kind. Ich will ja gar nicht wirklich angreifen. Kannst du nicht so showfechten mit dem Kind? Scheinbar nicht. Ist auch ein bisschen gefährlich. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist das auch ein bisschen gefährlich, Geralt. Da hast du recht. Okay. Schauen wir mal, ob wir noch Nebenquests haben, die wir hier noch erledigen könnten. Ihr wisst schon, meiner selbst mir auferlegten Regel nach, machen wir alle Nebelquests in Toussaint, die niedrigleveliger oder gleichlevelig mit der Hauptquest sind. Das heißt, Nebenquests haben wir jetzt hier erstmal nicht mehr. Hexeraufträge erstmal auch nicht. Ah, und wir haben leider noch eine Schatzsuche. Die Schatzsuche mag ich immer gar nicht, ehrlich gesagt. Ich finde die langweilig. Aber auch die machen wir jetzt. Dann haben wir es nämlich hinter uns. Ah ja, guck, das ist auch gar nicht weit weg. Das ist gut. Sieht aus, als hätte Geralt einen Muskelanzug an. so ein Schaumstoff-Muskel-Body-Armor. Ja, er ist wirklich sehr gepolstert. Oh. Vielleicht machen wir das ja doch noch. Ich weiß nicht genau. Wenn ich mal die Muse habe, gehen wir vielleicht wirklich kurz zurück in die Startgebiete. Und holen uns da vielleicht noch ein paar Rüstungsgegenstände, ein paar Schemas. Nur damit wir einfach alle Sets voll haben. Das könnte man machen. Könnte man machen. Einfach nur zum Sammeln. Spielen, Spaß und Kinderschokolade. Hat das Kind eigentlich gerade WoW gesagt? Ich hab's so im Hinterkopf. Ich hab so den Hall noch im Ohr. Aber das ist das falsche Spielkind. Die Herzogin, unsere wunderbare goldene Sonne. Bist du die Quest? Ich glaube, du bist die Quest. Willkommen in der Fasanerie. Hallo. So ein Löffel. Wohin kommt der, wenn man deckt? Oh, aber nein. Das ist ja mal ein rarer Bouillonlöffel oder ein Schlüssel. Hier steht was geschrieben. Ja, deswegen bin ich hier. Hast du eine Ahnung, wofür der Schlüssel ist? Ich sehe ihn zum ersten Mal. Aber du kannst mal im Keller nachsehen. Da hat der Vorbesitzer allerlei Krempel gelassen. Okay. Bis später. Esst, trinkt und seid lustig. So sprach der Prophet Majoran. Mit wem redet die? Offensichtlich mit uns, weil wir sind der Einzige, der hier ist. Weird. Ist aber auch nett, dass die einfach einem wildfremden, komischen, maskierten Kerl einfach so in ihren Keller gehen lässt.
wo wir zum Beispiel einfach die ganzen Wertsachen aus den Regalen räumen könnten, wenn wir wollten. Und das wollen wir auch. Kochbuch von Smirgol Luis Serkis. Das Buch enthält hunderte von Rezepte, aber statt des Rezepts für Hase auf Beklärart befindet sich auf der letzten Seite lediglich einige chaotisch geschriebene Zeilen. Bei Majorans seliger Wunde. Ich habe Dutzende Elfenmanuskripte durchforstet und endlich habe ich's gefunden. Ich weiß jetzt, wozu der Löffelschlüssel, den ich bei der Auktion erstanden habe, gehört. Das ist der Schlüssel zum legendären Refugium von Ramses Gorton, dem Elfenpriester der Göttin Damamebi, dessen kulinarische Meisterleistungen selbst von den modernsten Köchen unerreicht bleiben. Wenn ich die Ruinen dieses Tempels finde, die sich angeblich irgendwo im Wald von Buclair befinden sollten, finde ich alle seine legendären Rezepte, ganz zu schweigen von den anderen unbezahlbaren Schätzen, die dieser Meisterkoch in seiner Küche aufbewahrt haben muss, wo er seine Kunst perfektionierte. Der Rest der Seite ist mit einem großen, fettigen Fleck bedeckt. Das ist wahrscheinlich schon unser Questgegenstand, ne? Dann können wir die Tür wahrscheinlich gar nicht aufsperren. Ja. Tatsächlich. Na, dann klauen wir mal noch, was nicht nied- und nagelfest ist, würde ich sagen. Wie das ein guter Hexer macht. Wir müssen ja hier unserem schlechten Ruf gerecht werden. Den die Leute von Hexer haben. Na gut. Finde Gortons Studio und suche nach dem Schatz. Machen wir. 1000 Schritte Fußdistanzeinheiten. Nicht schlecht. Da müssen wir entweder schnell reisen oder plötzen. Beides. Sehr gut. Dann fangen wir mal an mit Schnellreise. Bei der Nilfgaardischen Botschaft, na dann. Diese Narben und dann der Blick. Schon gehört? Jean-Louis ist von einem Ritter entführt worden. Ein Ritter? Warum denn? Benimm dich bloß, Freundchen. Du bist schließlich Rüpel. Benimm dich ruhig, Freundchen. Du bist schließlich ein Rüpel. Sodala. Hätten wir das geklärt. Was, jetzt musst du zum Kühlschrank und die Kinderschokolade rausholen, wegen den Kochkünsten und den Rezepten? Hey, ist das unser Hof hier? Nee, oder? Jetzt erschfack ich dich, Feind. Nee. Alles Beste. Nee, nee. Gar nicht. Blätze, da. Schon kannst du riechen, wie er sich in die Rüstung scheißt. Fluchen und Gnade. Deinem Helden nach sollten wir fahren. Düdüt. Das Wasser ist so blau hier im Buclair, oder wie der Ort hier heißt. Plätze, kannst du wirklich nicht über das kleine Flüsschen hier, bitte? Come on. Ah. Okay, von mir aus. Dann gehen wir zu Fuß, würde ich sagen. Ich glaube, das geht schneller. Ich meine, komm, Plötze, ohne Witz jetzt. Ja, ja. Moment mal, da hinten ist Plötze jetzt gerade durchs Wasser gegangen. Zumindest auf der Karte. Okay, von mir aus. Oh, ein Wasserweib. Lauf. Die sind böse. Okay, ich glaube, wir sind bei den alten Elfenruinen. Jetzt
Jetzt müssen wir nur das passende Löffelloch finden für unseren Schlüssel. Ach was. Das war's schon, oder wie? Nee, hier gibt's mehrere anscheinend. Aber ein Rezept haben wir schon gefunden. Das war ja ein Zufall. Ah ja, da unten ist ein Höhleneingang. Oh, ich habe Angst vor Fallschaden. Oh, zu Recht, zu Recht. Ich glaube, wir müssen ganz kurz meditieren. Ganz kurz, fast den ganzen Tag. Tja. Mensch, das war knapp. Beinahe wieder in den Tod gestürzt, der Geralt. Wie so oft. Nicht einhauen, die Tür öffnen, aufsperren, aufschließen. Danke. So. Hä? Wie lange ist denn dieser Elfenmagier hier irgendwie tot oder so? Die Sachen sehen noch sehr frisch aus. Ja, ne? Sehr eingestaubt. Gut, da unten, das sieht schimmelig und gammelig aus. Aber hier in den Körben, die Paprika und der Salat, sehr frisch. Gleichzeitig überall Spinnweben. Irgendwie schickt mir das Spiel hier gemischte Hinweise. Ist das jetzt alles uralt oder relativ frisch? Es soll insgesamt schon eher uralt sein, nehme ich an. Aber so super duper uralt sieht es jetzt eigentlich auch wieder nicht aus, ne? Eher so mitteluralt. Was ist das jetzt schon? Ah, hier. Oh, Rezept für Pasta Etoli Blanche, Rezept für Honiggewürzkuchen und Rezept für Langustensuppe. Und Rezept für Transmutator für Mutagen, blau in grün. Aha, jetzt können wir blaues in grünes Mutagen umwandeln. Was so ein Elfenkochmeister nicht alles so kocht den ganzen Tag. Selbst Mutagene kocht da um in andere Mutagene. Oh, wow. Wir haben irgendwas geweckt. Oh Gott, die Todesfee. Okay, Geralt, Moment. Wir brauchen Jürgen. Komm, Todesfee, komm in Jürgen. So, jetzt. In Jürgen kann man besser kämpfen. Das sah gerade so aus, als wäre Geralt das Schwert aus der Hand gefallen, weil genau auf der Höhe von unserem Schwert ein Skelettschwert quasi reingeflogen ist. Ich dachte wirklich, jetzt hat sie uns das Schwert aus der Hand gezaubert oder sowas. Das wäre mal ganz was Neues gewesen. Ein Hexer verliert nie seine Waffe. Ein Jürgen schon gleich zweimal nicht. So. Blitze? Kurz mal gucken, ob ich auch wirklich Richtung Schnellreiseponöbel reite. Gut, passt schon. Verzeihung. Ne, schön langsam sieht man dem Spiel sein Alter an. Ich finde dafür, dass das jetzt doch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, ist es immer noch ein hübsches Spiel. Aber gerade jetzt mit dem Konsolengenerationswechsel merkt man es schon, dass es nicht mehr das jüngste Spiel ist. Und Geralt, Plötze, wir reiten gerade sonst wohin, weil ich schon wieder dem Pünktchen nachreite statt meinem selbstgesetzten Marker. Oh, oh, Wildschwein. Das Herzogtum ist klein,
Aber wer würde seine Weine nicht kennen? Okay. Zurück in die Stadt. Dann haben wir die Quest auch abgeschlossen wahrscheinlich. Und dann können wir die Hauptquest weitermachen. Yay! Das freut mich. Nicht stehen bleiben. Hab ich dich, du kleiner Furz. Welche Erklärung hast du dafür? Ob es wochenlang gießt oder die Sonne glüht, wir stehen hier immer bis zum Knöchel im Matsch. Was kann ich für das wechselhafte Wetter in Beauclair? Wechselhaftes Wetter? Ich habe dich gesehen. Jeden Tag gibst du uns Abwasser vor dem Laden aus, damit die Leute sich die Schuhe einsauen und zu dir kommen. Eine abwegige Verschwörungstheorie, meine Herren. Verschwörung? Höchstens von meiner Gürtelschnalle gegen deinen Hintern. Komm her! Lasst ihn in Ruhe. Und wer zum Kuckuck bist du? Der Kerl, der gerade irgendwas von Gürtelschnalle gesagt hat, hat ein altes Seil um seinen Bauch gebunden. Wahrscheinlich, weil er einen Gürtel braucht, um Leute zu verprügeln. Das macht Sinn. Ja. Ihr müsst nur wissen, dass niemand den Jungen anfasst, solange ich hier bin. Ach ja? Dann schnappen wir ihn, wenn du nicht hier bist. Versucht es, und ich werde euch finden. Ist das eine Drohung? Ja, lasst ihn zufrieden und verpisst euch. Oh nein, von Schafsfickern lassen wir uns nicht beleidigen. Zuerst das Schwein, dann das Ferkel. Auf ihn! Dann seid jetzt tot. Ach so, das wäre eine Prügelei. Ich kann auch mein Schwert gar nicht ziehen. Ja, dann ist es okay. Komm. Moment, wie war das gleich nochmal mit Blocken? Ich muss nochmal kurz üben. Ja, verdammt, ich weiß nicht mehr, wie Blocken geht. Ah doch, war der L2. Okay, gut. Ich muss jetzt echt aufpassen. Ah, jetzt haben die mich besiegt. Ich glaube, ich bin. Voll lauter Blocken. Was geht hier vor? Peinlich. Wer hat mit der Schlägerei angefangen? Für Geralt. Ich bin dem Biest auf der Spur. Auf Befehl der Herzogin. Ah ja, wir haben von dir gehört. Und diese Männer, was machen die? Die behindern meine Untersuchungen. Verstehe. Na, ein paar Tage im Bau werden sie schon lehren, keine herzoglichen Angelegenheiten zu stören. Ah. Na los! Wahrscheinlich wäre es für die besser ausgegangen, wenn ich sie einfach nur verprügelt hätte. Du kämpfst nicht schlecht, Herr. Du suchst nicht zufällig Arbeit. Wir wären ein feines Duo. Ach, wie stellst du dir das vor? Einfach wunderbar stelle ich mir das vor. Ich schlage eine Partnerschaft vor. Ich putze, du schiebst Wache. Und weil du stärker bist, bringst du morgens das Abwasser raus und machst Schlamm. Die Schlammgeschichte stimmt also? Kein Wunder, dass sie dich vertrimmen wollten. Ich muss ja irgendwie leben. Und Herr, was sagst du? Partner? Lass mich drüber nachdenken. Hör mal, ich interessiere mich für einen gewissen Herrn. Halt, Moment! Setz dich doch erstmal. Aber meine Stiefel sind sauber. In dieser Stadt sind Stiefel nie sauber. Es sei denn, der Träger war gerade bei mir. Nimm Platz, Herr. Also, um wen geht es dir? Um einen deiner Kunden. Groß, elegante schwarze Kleidung. Er ist nicht von hier. Ein Fremder? Da klingelt irgendwas. Ein bescheidenes Sümmchen würde mir helfen, rauszufinden, was. Und wie viel? Sagen wir 500 Kronen. Bitte? Du spinnst wohl. Was willst du überhaupt mit so viel Geld? Mein Geschäft ausbauen. Du weißt schon. Einen ordentlichen Stand, ein großes Schild, neue Kiste, neue Politur, neue Bürsten. Und wenn dann noch was übrig ist, kaufe ich mich beim Wäscher ein und kriege Abwasser umsonst. Du hast ja sorgfältig geplant.
Und ob, mir fehlt nur noch das Kapital. Na gut, mal sehen, ob wir uns einigen können. Ah, siehst du? Gib ihm natürlich das Maximum. Gut, damit bin ich einverstanden. Tausend Dank, das vergesse ich dir nicht. Und jetzt zur Sache. Ich kenne den Mann, den du suchst, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Er ist Stammkunde. Alle paar Tage kommt er her und ich kriege immer Trinkgeld. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein, aber du kannst hier warten. Vielleicht kommt er ja. Dazu habe ich keine Zeit. Du hast wirklich keine Ahnung, wo ich ihn finden kann oder aus welcher Richtung er gekommen ist. Wenn ich Schuhe putze, schaue ich mir nicht an, aus welcher Richtung die Leute kommen, sondern ich putze. Es scheint ja nicht gerade voranzugehen. Oh, du hier. Geht es dir besser? Oh ja, danke. Die Luft in der Nekropole hier wirkt Wunder der Heilung. Also, wenn ich mich einmischen darf, hätte ich die richtige Frage zu stellen. Junger Mann, siehst du diese Fiole? Ein Tropfen davon in deine Politur und du kriegst jeden noch so verkrusteten Stiefel im Handumdrehen blitzblank. Damit schaffst du dreimal so viele Kunden wie bisher und musst dich dabei noch weniger anstrengen. Ich gebe dir die Fiole, wenn du uns sagst, wo der Mann wohnt, den wir suchen. Aber ihr tut ihm doch nichts. Der Herr ist seltsam, aber freundlich. Er ist ein Freund von uns. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und würden das gerne in Ordnung bringen. Ich bringe ihm die Schuhe vor eine rote Haustür beim Hafen. Ob er dahinter wohnt, weiß ich nicht. Wir sollten nachsehen. Vielleicht finden wir eine Spur. Soll ich euch noch die Stiefel säubern, bevor ihr geht? Bei allem Respekt, die haben es nötig. Danke. Später vielleicht. So. Mit dem. Ich habe dem jetzt gerade 500 Gold gegeben. Ne? Ich glaube, in der Witcher-Welt ist das eine irrsinnig hohe Summe eigentlich. Ich glaube, für 500 kann man ganz schön was kaufen. Ich glaube, der Junge ist jetzt reich und er hat noch eine super Putzpolitur. Bist du ja schnell fertig geworden. Bei Kindern kommt es darauf an, den richtigen Ansatz zu verfolgen. Die richtige Bestechung auszupacken. Mhm, das habe ich gesehen. Ich finde den auch cool, den Vampirfreund, den Regis. Der ist ein cooler Kerl. Da ist die rote Tür, die der Schuhputzer erwähnt hat. Wir reden später. Suchen wir Detlef. Er ist nicht mehr weit. Wenn ihr im Hintergrund Knarzen hört, ich sitze gerade im Wohnzimmer auf Knarzi. Dem guten alten Knarzi. Rührt sich nicht. Ich muss hier aufbrechen. Dann kannst du dich auch mit einer Trommel auf die Straße stellen und brüllen, Detlef, ich komme! Etwas mehr Finesse, ich flehe dich an. Was schlägst du denn vor? Augenblick mal eben. Nicht schlecht. Schon mal überlegt, Einbrecher zu werden? Da wäre diese Fähigkeit äußerst nützlich. Ich habe es kurz erwogen, aber ich kam zu dem Schluss, dass es mir zu langweilig wäre. Komm. Dass den beiden diese ganzen vielen tausend Raben da gar nicht auffallen und dass das Schaukelpferd die ganze Zeit schaukelt, habe ich mir vorher auch schon gedacht. Das ist doch bestimmt ein Omen. Das müsste Geralt doch bestimmt wissen. Das steht doch bestimmt irgendwo in dem Hexerbuch. Ganz viele Raben und ein schaukelndes Schaukelpferd. Ist er hier? Heißt. Spürst du ihn? Vampirfluch. Nein, er ist nicht hier. Er war es aber vor kurzem. Sein Geruch ist noch stark. Sehen wir uns um. Sehen wir uns um. Auf jeden Fall, wer auch immer hier, ich weiß gar nicht, ist der Danislav, den wir suchen,
der Spielzeugmacher hier auch. Weil der hat es auf jeden Fall echt drauf, sehr viel exakt symmetrische Spielzeuge herzustellen. Nicht schlecht, dieser Detailgrad. Immer alle genau gleich. Der hat anscheinend die Copy-Paste-Taste des Lebens gefunden. Ein altes Spielzeug. Nutzlos. Schade. Das hat mal jemandem Spaß gemacht. Ich finde diese Puppen ziemlich verstörend. Ich auch. Ich auch. Gehen wir auf den Dachboden. Das ist also sein Nest. Sehen wir uns um. Okay, da kann aber jemand gut Graffiti malen. Ein Frauenbild. Etwas beschmutzt. Ist das seine Flamme? Ich weiß es nicht. Erinnert mich an jemanden. An wen? Ich bin nicht sicher. Aber mir ist, als hätte ich das Gesicht schon gesehen. Hm. Ist halt aber auch so ein Allerweltgesicht, ne? Jedes zweite Topmodel sieht so aus. Insofern. Ein verdächtiger Brief. Detlef van der Erretein, du weißt nicht, wer wir sind, aber wir wissen, was du bist. Wir kennen außerdem deine Schwäche für eine Frau, die Renavet genannt wird. Du sollst dieses wissen. Wir ketten sie an und lassen sie von Ratten fressen. Wir ziehen ihr die Haut ab. Es sei denn, du rettest sie. Du musst nach Beauclair gehen und dort 5 Männer so töten, wie wir es dir sagen. Dies musst du innerhalb von 3 Tagen schaffen. Wenn du scheiterst, wird der nächste Brief einen Finger deiner Geliebten enthalten. Na bitte. Der Beweis, dass Detlef nicht aus eigenem Antrieb tötet. Er wird erpresst. Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Hat Detlef Feinde? Hin und wieder macht er sich welche, aber sie leben nie sehr lange. Einer ist ihm vielleicht entwischt. Theoretisch möglich, aber ich wüsste von keinem. Er müsste teuflisch waghalsig sein. Das weißt du ja jetzt, wo du Detlef kennst. Wer immer es ist eine neue Figur. Wer ist Renavet? Seine einstige Geliebte. Die einzige Menschenfrau, der er je verbunden war. Sie akzeptierte ihn. Mit ihrer Hilfe fand er seinen Platz in einer feindlichen Welt. Sie begann mit der Arbeit, die ich fortzuführen trachte. Hast du sie kennengelernt? Leider nicht. Sie hat ihn verlassen, bevor er mich rettete. Wobei er stets sagte, sie gelte als vermisst. Wie kam er zu der Auffassung? Gab es entsprechende Anzeichen? Nicht, dass ich wüsste. Anscheinend ist sie eines Tages mitsamt ihren Habseligkeiten verschwunden. Das wäre bei einer Entführung ungewöhnlich. Ich neige eher zu der Auffassung, dass sie freiwillig gegangen ist. Vielleicht war er in Zorn geraten und sie hatte seine monströse Seite gesehen. Detlef will nicht wahrhaben, dass sie ihn verlassen hat? Ist das so schwer zu glauben? Kennst du niemanden, der damit Schwierigkeiten hatte? Und Detlef ist noch viel emotionaler als die meisten Menschen. Er hat sie nicht nur geliebt, sondern sie war ein Rudelmitglied für ihn. Und sein Rudel verlässt man nicht freiwillig. Renavet mag ihn ja verlassen haben, aber nun ist sie doch offenbar tatsächlich entführt worden. Es sieht ganz so aus. Schwer zu sagen, wozu er bereit ist, um sie zu befreien. Zum Töten ist er offenkundig bereit. Das wärst du für Yennefer auch. Sie bedeutet ihm sehr viel. Im Gegensatz zu denen, die er getötet hat. Ja, ich verstehe. Er will ein Weibchen aus seinem Rudel retten. Genau. Also erpresst ihn jemand, das wissen wir jetzt. Aber wir wissen nicht wer. Wir müssen weitersuchen. Na, zum Glück hat uns unser Dialog zufälligerweise direkt vor den nächsten Hinweis geführt. Das Werkzeug wurde neulich benutzt.
Entspannt sich Detlef zwischen den Morden, indem er Spielzeug repariert? Bitte, Geralt, muss das sein? Schöne Melodie. Oh ja, ich weiß nicht warum, aber sie erinnert mich an zu Hause. An unsere wahre Heimat vor der Sphärenkonjunktion. Ach, hat der da schon gelebt? Kann der sich noch an die Sphärenkonjunktion... Aber ist eh klar, ne? Ich weiß gar nicht. Vermehren sich Vampire so wie andere Wesen, tierische Wesen hier in dieser Welt? Oder sind die alle schon vor der Sphärenkonjunktion? Erzähl mir was von wie... Ich will über den Event mehr wissen, bitte. Was genau ist da passiert? Wie war das? Sind die Welten fusioniert? Wart ihr plötzlich woanders? Teleportation? Erklär's mir. Naja, gut. Werden wir wohl jetzt leider nicht erfahren. Sieh mal, Papierstreifen mit Namen drauf. Graf Crespi, Graf de Lac, Milton de Peyrac-Peyron, Graf de la Croix. Detlefs Opfer, samt und sonders. Aber das ist nicht seine Handschrift. Offenbar aus derselben Feder wie der Brief. Alles mit der gleichen Tinte verfasst. Siehst du die Farbe? Die Tinte enthält Cinnabarit, ein seltenes Mineral. Man findet es eigentlich nur in Nazair. Aber das heißt nicht viel. Jeder kann solche Tinte importieren. Stimmt, trotzdem sollten wir es im Hinterkopf behalten. Schau, dieser Zettel hat Flecken. Wein. Das gibt auch nicht viel her. Erst recht nicht in Beauclair. Vielleicht nicht. Trotzdem sollten wir auch das im Hinterkopf behalten. Ich möchte wissen, wer ihn erpresst. Warum das? Regis, jemand entführt die Geliebte eines Vampirs. Das ist schon dreist. Jetzt zwingt er den Vampir zum Töten, von dem du sagst, dass er kein Mörder ist. Die Erpresser sind Profis. Besondere Leute. Scharfsinnig. Wo ich drüber nachdenke, frage ich mich... Ob es nicht einer von euch ist? Noch ein Vampir? Genau. Die Sache wird interessant. Es ist nur eine Theorie. Ich würde mich nicht drauf verlassen, ehe wir nicht mehr wissen. Da hast du recht. Fassen wir zusammen, was wir wissen. Offenbar wird Detlef erpresst. Jemand hat ihm die Namen seiner Opfer übermittelt. Alle mit derselben Tinte aus Nazair verfasst. Und nicht in seiner Handschrift. Das ist nicht viel. Aber genug, um Detlefs Unschuld zu beweisen. Eindeutig. Ich meine, Unschuld ist jetzt hier ein relativer Begriff, weil er hat die Leute ja tatsächlich umgebracht. Aber natürlich, es ist okay. Von mir aus sind es genug Beweise, ist okay. Das stimmt. Detlef wird manipuliert. Irgendein Irrer benutzt ihn als Waffe, um Leute umzubringen. Es sieht so aus. Aber daraus ergibt sich eine Vorgehensweise für uns. Wir müssen Renavet finden. Dann haben der oder die Irren Detlef nicht mehr in der Hand. Kein schlechter Einfall. Könnte einen Versuch wert sein, aber was ist mit Detlef? Der tötet doch weiter, solange ich seine Geliebte suche. Tut er nicht. Ich überzeuge ihn, dass du ein Freund bist, der helfen will und dass er sich ruhig verhalten muss. Ich warte hier auf ihn. Er wird schon nicht so lange ausbleiben. Denkst du, er hört dir zu? Das wird er. Vielleicht sollte ich mit dir warten. Nein, das riecht er eine Meile gegen den Wind. Dann kommt er nicht. Ich bleibe besser allein. Hier musst du mir vertrauen. Gut, ich muss ohnehin der Herzogin Bericht erstatten. Tu das. Wir warten hier auf dich. Detlef und ich. Na gut, dann machen wir das. Moment mal, was ist denn das da noch? Ein Räumungsbrief. Den werden nicht lesen dürfen. Lieber eine Brust in der Hand als zwei an einer Frau.
Räumungsbescheid aufgrund der Nichtzahlung der Miete für die Ladenräumlichkeiten ordnet das Verwaltungsgericht von Beauclair an, dass der Mieter den Laden innerhalb von 7 Tagen zu räumen hat. Tut er dies nicht, wird eine Gefängnisstrafe über den Schuldner verhängt. Deren Lage wird von Schuldnergericht festgelegt. War das dann der Vorbesitzer dieses Spielzeugladens, wo sich der Vampir eingenistet hat? Oder lebt der Vampir unter dem Pseudonym? Weiß ich nicht. Wir reiten jetzt auf jeden Fall, glaube ich, noch weiter zur Hauptquest, oder? Machen wir die Hauptquest noch weiter. Ist immer noch Level 42, sehr gut. Hätte mich jetzt... Ne, ich wollte jetzt auch... Plötze! Was ist denn? Was bin das, wenn es fertig ist? Was ist denn hier los? Ja, das frage ich mich auch. So, jetzt aber. Danke. Ruhig. Oh, oh, wir reiten gefahren. Ne, jetzt passt's wieder. Okay. Ich schätze, viele, viele Wege führen zum Palast. Zur Herzogin. Das ist leider gerade wirklich plötzlich Top-Geschwindigkeit. Schneller geht's hier in der Stadt nicht. Blau glänzte Seide Ligat in seiner Hand. Beeindruckt von dem. Ich versuch's. Vielleicht ist Springen ein bisschen schneller. Ich bin mir nicht sicher. Oder langsamer. Eins von beiden. Ich glaube langsamer. Wartet mal. Das geht gar nicht für mich. Oh Gott. Wie können die Brückenbauer sowas machen? Hier sitzt einer mit Schwert, dann kommt einer mit Raben. Und dann einer mit Schwert und dann noch einmal mit dem Schwert und dann noch einer mit Schwert. Warum? Und auf der anderen Seite ist es andersrum. Warum kommt nicht immer einer mit Schwert, einer mit Raben, einer mit Schwert, einer mit Raben? Warum ist es spiegelverkehrt auf beiden Seiten immer Schwert, Rabe, Schwert, Schwert, Schwert? Ah. Schneller. Ah. Ich kann hier nicht bleiben auf dieser unsymmetrischen Brücke. Nix wie weg hier. Das ist ja schrecklich. Wer baut denn sowas Unsymmetrisches? Oh, vielleicht sind dem Steinhauer einfach die Steinraben ausgegangen. Der hatte noch so viel Steinschwerter übrig. Hat er halt Statuen geschnitzt. Aus seinem sehr weichen Stein hat er die geschnitzt. Mit einem sehr guten Messer. Die Schwerter halten können. Ha, hier oben wäre ein Schnellreiseschild gewesen. Tja. Fürs nächste Mal wissen wir es. Müssen wir nicht eine Viertelstunde in den Berg hochhoppeln. Mit Slow-Mo-Plätze. Na komm, Plätze, jetzt sind wir so weit geritten. Jetzt bringen wir den Weg auch gemeinsam zu Ende. Auch wenn es beschwerlich wird. Yeah. Halt! Jetzt müssen wir anscheinend absteigen, damit die Cutscene losgehen kann. Geralt von Riva, Meister Hexer. Ich hatte recht. Kaum bist du da, gibt es Ärger. Geh beiseite. Ich habe etwas mit der Herzogin zu besprechen. Endlich, Hexer. Wir saßen auf glühenden Kohlen. Hast du Miltons Mörder gefunden? Der Fall ist ernster als gedacht. Das Biest. Ich konnte es nicht töten. Es ging nicht. Wir schicken dich einem Monster nach und du kommst mit leeren Händen zurück? Wie äußerst enttäuschend. So einfach ist das nicht. Das Biest ist ein mächtiger Vampir. Ist das ein Problem für einen Hexer? Wie man einen Vampir umbringt, weiß doch jeder. Man muss ihn nur ins Sonnenlicht locken. Oder sich mit Knoblauch behängen und ihm einen Pfahl durchs Herz treiben.
Knoblauch ist gegen Vampire nutzlos. Genau wie Sonne und Pfähle. Das sind nur Legenden. Sowas funktioniert nur in Märchen. Und Kreuzdorn? Als ich klein war, hat Oma Ademata immer gesagt, dass Kreuzdorn Vampire vertreibt. Am besten hält man sie sich mit dem Silberschwert vom Leib. Aber das bringt sie nicht um. Nur ein höherer Vampir kann seinesgleichen wirklich umbringen. Ausreden, nichts als Ausreden. Gnädige Herrin, ich organisiere sofort eine Treibjagd und mache der Sache ein Ende. Der Hexer muss uns nur sagen, wo wir das Monster finden. Langsam, das ist Hexerarbeit. Keine Sache für Wachmänner. Wenn die Hexer versagen, muss eben die Wache ran. Ich nehme meine besten Männer, 40 gestählte Veteranen. Gegen die kommt kein Vampir an. 40, 50, 100, ganz egal. Das spielt keine Rolle gegen ihn. Du hast meine Männer noch nicht in Aktion gesehen. Können sie gegen Nebel kämpfen und ein Ziel treffen, das schneller ist als der Wind? Wie? Welche Kreatur bringt sowas fertig? Eine solche Kreatur. Höhere Vampire nennt man sie. Jeder ist anders, einzigartig, könnte man sagen. Manche können sich in riesige Fledermäuse verwandeln, andere können mit Tieren reden und ihnen Befehle geben. Aber sie sind alle geistlose Monster. Ganz falsch. Niedere Vampire wie Alpen, Ekimmen, Katakane werden vielleicht vom Instinkt beherrscht. Die greifen alles an, was nach Blut riecht. Aber höhere Vampire denken. Sie gebrauchen ihren Verstand. Vernunftbegabte Monster. Kuriose Vorstellung. Nun, was willst du also unternehmen? Er ist nicht einfach nur ein Monster, sondern eine mächtige Kreatur, die seit Jahrhunderten über die Erde wandelt. Nicht möglich. Wenn sie so mächtig sind, warum haben sie uns da nicht alle umgebracht oder versklavt? Sie mischen sich normalerweise nicht in die Belange der Menschen ein. Menschen interessieren sie nicht. Und fürchten Sie nicht, dass wir sie eines Tages vernichten? Der Gedanke würde Sie eher amüsieren. Sie sind sich Ihrer Stärke durchaus bewusst. Und was können wir dann tun? Hast du einen Plan? Am besten versuchen wir, mit ihm zu reden. Nicht zu fassen. Da bestellt die Herrin einen Hexer, damit er ein Monster tötet, und er möchte mit ihm schwatzen. Ich weiß, was ich tue. Seine Liebste wurde entführt. Er wird erpresst. Erpresst? Erläutere doch freundlicherweise, wie man einen Vampir erpresst. Höhere Vampire sind uns ähnlich. Sie werden von Emotionen angetrieben, nicht vom Instinkt. Sie sind nicht nur sehr intelligent, sondern auch zu vielfältigen Gefühlen fähig. Sogar zu Liebe. Dieser hier hat sich in einen Menschen verliebt, in eine Frau. Er würde alles tun, um sie zu schützen. Du willst doch wohl nicht andeuten, dass wir Miltons Mörder ziehen lassen sollen. Oder darauf warten, dass er wieder zuschlägt. Wir müssen ihn so schnell wie möglich unschädlich machen. Das ist ja mein Ziel, weitere Angriffe zu verhindern. Der Vampir ist nur das halbe Problem. Vor allem ist der Erpresser schuld. Er hat die Frau entführt, um den Vampir zu kontrollieren. Und was schlägst du vor? Ich finde die Erpresser und befreie die Geliebte des Vampirs. Dann hat er keinen Grund mehr zu morden. Du sollst ihn vernichten, nicht ihm helfen. Am wichtigsten ist es, dass niemand mehr stirbt. Sobald die Frau in Sicherheit ist, hat er keinen Grund mehr zu töten. Gut, ich gebe zu, du hast mich nachdenklich gemacht. Vielleicht hast du recht. Weißt du irgendwas über die Erpresser? Ich habe einen Hinweis. Ein paar Zettel, auf denen der Erpresser die Namen der Opfer aufgeschrieben hat. Einer der Zettel hat einen Fleck, offenbar ist es Wein. Das ist nicht sehr aussagekräftig. Du hast keine Ahnung, wie sehr du dich irrst, mein Lieber. Her mit dem herzoglichen Sommelier! Hopp, hopp! In Toussaint ist Wein heilig. Hier gibt es keine einfachen Weinflecken.
Hier gibt es nur die Weinflecken, die aus Tropfen von Est-Est, Ervelus, Fiorano bestehen. Die gnädige Herrin wünscht mich zu sprechen? Hexer, zeig ihm das Papier. Benoit, kannst du herausfinden, welcher Wein diesen Fleck gemacht hat? Durchaus. Eindeutig Saint Retour Westufer. In Fässern von Beauclair-Eiche gereift. Tiefer Burgunderton. Sehr klar. Das ist Saint Real. Jahrgang 1269. Das ist unmöglich. Dieser Wein wird auf Castel Ravello eigens und ausschließlich für den herzoglichen Hof gekeltert. Dum, dum, dum. Vielleicht wurde der Saint Real gestohlen. Wir müssen zum Weingut. Vielleicht hat es dort einen Vorfall gegeben. Oder die Herzogin ist selbst verantwortlich, was überhaupt keinen Sinn machen würde, weil warum sollte sie sonst uns hierher bestellen, um den Fall zu lösen? Außer ihr wahrer Plan ist eigentlich, den Vampir zu töten. Aus irgendeinem Grund, das ist genial. Und deswegen, ich habe den Fall gelöst. Wir können, glaube ich, einpacken. Der Fall ist gelöst. Jetzt passt auf. Jetzt kommt meine Theorie. Ich bin sehr gespannt, ob da auch nur ansatzweise was dran ist. Aber jetzt passt auf. Die Herzogin hier ist in Wirklichkeit die Ex-Geliebte von diesem Vampirkerl. Und aus irgendeinem Grund hasst sie den Vampirkerl. Was da passiert ist, weiß man nicht, ne? Aber halt so zerbrochene Liebesbeziehung-Geschichten. Und die hat quasi als Herzogin eine neue Identität angenommen, ist wahrscheinlich selber eine Vampirin, die ewig lang lebt und ist jetzt hier quasi als Herzogin unterwegs. Hat vielleicht auch die echte Herzogin vielleicht sogar umgebracht oder so, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist sie jetzt als Herzogin getarnt und nicht mal ihr Vampir-Ex-Freund weiß, dass sie die gleiche ist. Und jetzt hat sie ihm den Erpresserbrief geschrieben, weil sie die Leute auf den Zetteln tot sehen will, aus irgendwelchen herzüglichen Gründen, und zwingt ihn jetzt, die umzubringen, holt aber gleichzeitig Geralt hierher, damit der ihn umbringt, weil sie ihn auch töten will. Und sie weiß genau, dass wenn überhaupt, vielleicht nur ein Hexer dazu in der Lage wäre. Oder so. Oder so, in der Richtung. Schauen wir mal, ob das in die richtige Richtung geht. Naja, okay, schauen wir mal weiter. Saint Real, nie gehört. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass du ihn je kosten konntest. Ich sagte ja, er ist der Herzogsfamilie vorbehalten. Und trotzdem ist er auf diesem Stück Papier gelandet, sofern der Sommelier der gnädigen Herrin sich nicht irrt. In Weinfragen irrt Benoit sich nie. Wenn er sagt, dass es Saint Real ist, dann ist es Saint Real. Wir müssen gleich zum Castel Ravello reiten und nachforschen, was geschehen ist. Genau, und Geralt hat ja vorher eben gesagt, die Frau kommt ihm bekannt vor irgendwie. Na, das wird schon alles zusammenpassen. Das war auch mein, deswegen bin ich jetzt gerade drauf gekommen. Moment, die gnädige Herrin möchte mich begleiten, kommt nicht in Frage. Du glaubst ja wohl nicht, dass wir auf unserem herzoglichen Hintern rumsitzen, während das Herzogtum in ernster Gefahr ist. Gnädige Herrin, was du vorschlägst, ist zu riskant. Der Hexer muss alleine gehen. Es ist erfreulich, dass die Herren sich ausnahmsweise mal einig sind, aber meine Entscheidung ist getroffen. Wir brechen auf. Wir haben die bestmögliche Eskorte. Dich, Hauptmann, und Geralt. Wir werden inkognito reisen. Der Hof braucht keinen Anlass zum Tratschen. Für die Dauer dieser Mission entbinde ich euch von der Verpflichtung, dem Hofprotokoll zu folgen. Das bedeutet, ich bin jetzt Anna Henrietta, nicht eure edle Herrin. Jawohl, edle Herrin. Hexer, bist du bereit? Ja, bin bereit. Wunderbar. Augenblick noch, ich muss mir etwas angemessen Dezentes anziehen, dann brechen wir auf. Thank you.
hattest doch schon mal mit so einem Vampir zu tun. Ja. Wie ist es ausgegangen? Hast du ihn getötet? Ich musste nicht gegen ihn kämpfen. Er hatte niemanden umgebracht. Und hat schon jemand einen solchen Vampir besiegt? Ich kannte einen Mann, der einen Vampir besiegt hat. Getötet hat er ihn aber nicht. Das könnte nur ein anderer Vampir. Peinliche Stille. Keiner sagt was. Alle haben lahmarschige Pferde. Wollen wir nicht ein bisschen... Der Wagen wurde von Panthern angegriffen. Was ist los? Wir müssen helfen. Bleibt zurück, gnädige Herren. Wir kümmern uns darum. Hilfe! Rettet uns! Böse Kätzchen. Macht dem Pferd Angst. Verschwinde! Hilfe! Rettet! So. Gehen wir weiter. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wären wir jetzt tot. Sind. Vielen Dank. Ihr habt uns das Leben gerettet. Hurra! Na dann. Erzähl mir mehr über dieses Weingut. Castel Ravello. Das war ein bisschen weird gerade, finde ich. Der Betreiber ist ein alter Winzermeister, Fabrizio. Zu random. Er hat den Posten seit Jahren. Bislang gab es keine Probleme. Sag mir, was du denkst, Geralt. Wie ist der Sangreal auf das Papier gekommen? Ist jemand auf dem Weingut der Erpresser? Vielleicht ein Diener, vielleicht der Verwalter. Vielleicht wurde der Wein auch einfach aus dem Anwesen gestohlen. Wir werden es erfahren, wenn wir eintreffen. Es ist nicht mehr weit. Die Wache. Hauptmann de la Tour, wir hatten gar keine Besucher aus dem Palast erwartet. Wie steht es denn am Hof? Du hast zweifellos vom Biest von Beauclair gehört. Wir haben alle Hände voll zu tun. Erst recht, da die Kreatur zuletzt in den Palastgärten angegriffen hat. Der gnädigen Herrin ist doch nichts widerfahren. Nett, dass du fragst, Meister Fabrizio. Ich bin wohlauf. Gnädige Herrin, man hat uns nicht informiert. Ich lasse sofort den Salon vorbereiten. Das ist nicht nötig. Wir sind nicht offiziell hier, wie du siehst. Natürlich. Darf ich fragen, was dich zum Castel Ravello führt? Wir kommen mit einigen Fragen zu dir. In diesem Land gilt es als höflich, sich erstmal vorzustellen. Das ist Geralt von Riva, ein Hexer. Er ist auf meinen persönlichen Wunsch in Toussaint. Und das heißt? Das heißt, ich erwarte, dass du ihm mit äußerstem Respekt begegnest. Natürlich, gnädige Herrin. Hast du gehört, Hexer? Fabrizio wird dir gern jede Frage beantworten. Reden wir über Sangreal. Ich stehe zu Diensten. Der Sangreal. Wie viele Arbeiter haben Zugang dazu? Eigentlich nur ich. Du machst den Wein ja nicht alleine. Hier sind doch noch mindestens ein Dutzend Arbeiter beschäftigt. Ich sehe, du verstehst nicht viel von der Winzerei. Trauben haben einen langen Weg vor sich, bis sie zu Sangreal werden. Die Arbeiter unterstützen mich nur bis zu der Fermentierung. Die Mazeration überwache ich alleine. Niemand kommt in die Nähe der Fässer. Beim Abfüllen helfen mir die Arbeiter wieder, aber dann versiegle ich die Reifefässer persönlich, jedes einzelne. Der Wein wird im Keller gelagert und reift. Wenn diese Phase abgeschlossen ist, haben wir Sangreal. Und nur ich habe den fraglichen Kellerschlüssel. Der Killerschlüssel. Na gut, trotzdem können wir ihn schon mal ziemlich sicher von unserem Verdächtigen, von unserer Liste streichen.
weil dafür sieht er viel zu sehr nach random NPC aus. Der wurde einfach mit dem Standard Witcher 3 Nebencharakter-Baukasten zusammengestöpselt. Der ist offensichtlich nicht der Täter. Wer bringt die Fässer zum Palast? Zumindest nicht in der Hauptquest. Wir haben eine eigene Garnison. Wachen, die seit Jahren Dienst tun und mit ihrem Kopf für den Wein gerade stehen. Mit Fragen kommen wir nicht weiter, das sehe ich. Zeitverschwendung. Gnädige Herrin, wie soll ich das verstehen? Meister Fabrizio, wir haben Beweise dafür, dass jemand sich unerlaubt einer Menge Sangreals bemächtigt hat. Und das bedeutet zweierlei. Entweder lügst du uns frech ins Gesicht, oder du hast dir den Wein unter der Nase wegstehlen lassen, ohne es zu merken. Verantworten wirst du dich auf jeden Fall. Aber... Sei still und hör zu. Ich werde die Fässer persönlich inspizieren. Das gibt dir Zeit zum Nachdenken. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich Antworten. Sag, wo wird der Sangreal gelagert? Im Hauptkeller. Um die Ecke. Ich zeige ihn dir. Ich finde ihn schon. Gib mir den Kellerschlüssel und warte hier. Natürlich, gnädige Herrin. Hier ist er. Betrinkt die sich jetzt? Komm, Hexer. Es klingt so, als würde die sich jetzt einfach nur betrinken. Als hätte das einfach nur gesagt, damit sie sich jetzt mit Sangreal zulaufen lassen kann. Ich bin dabei. Ab und zu muss man einfach mal ein paar Fässer Sangreal verschlingen. Hast du dir das überlegt? Er hat seine Schwächen, aber sowas würde ich nie von ihm erwarten. Er ist sehr loyal. Er verdankt mir alles. Sein Vater hat das Familienvermögen durchgebracht. Sein Sohn hat nichts als sein enzyklopädisches Wissen über Wein geerbt. Fabrizio hat als Bettler gelebt, bevor ich ihn zum Sommelier auf Castel Ravello gemacht habe. Dass sich die NPCs hier alle verbeugen, wenn sie kommt. Fähigkeiten einsetzen. Bei mir machen sie immer nur... Ich hätte auch gern so einen Riesenkeller. Stellt euch mal vor, ihr hättet unter eurem Haus, unter eurer Wohnung, also, egal wo ihr wohnt, so ein Riesenkellergewölbe unten. Hier ist ein Bestandsbuch. Voll geil, oder? Ich meine, auch ein bisschen gruselig und vielleicht auch eklig. Aber auch voll geil, was man da alles machen könnte. Wein. LAN-Partys. Wenn man WLAN hat, das wird schwierig. Vielleicht ist es doch nicht so praktisch. Mhm. Das Winzerprotokoll. Fermentierung komplikationsfrei abgeschlossen. Anstich über Drusel. Hier, Abfüllung. Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung und sauber dokumentiert. Dann müssen wir die andere Spur verfolgen. Benoit sagte, beim Flecken handele es sich um einen 1269er Jahrgang. Finden wir den. Und was ist, nur für den Fall, also ich meine, wir sollten in Erwägung ziehen, dass sich vielleicht dein Weinkenner irrt. Ich halte nämlich für, also ich sag mal so, ich bin skeptisch. Ich bin skeptisch, ob man an einem, wer weiß wie alten Weinfleck, Tage alt, auf einem Stück Papier wirklich so exakt den Wein bestimmen kann. Ich bin skeptisch, außer... Es gibt in deinem Königreich nur 3 verschiedene Weine und einer ist grün und einer blau und einer rot. Dann glaube ich's. Jahrgang 1270. Sangreal, Jahrgang 1270. Das ist der falsche Jahrgang. Such weiter. Ja, wie wär's, wenn du auch mal guckst? Lauf mir doch nicht hinterher wie so ein komischer Dackel oder so. Guck doch, teilen wir uns halt auf, dann finden wir die doppelt so schnell. Blöde Herzogin. Alles muss man selber machen. Est. Ganz falscher Wein. Est. Diesen Wein kennt ja nun wirklich jeder. Ach, gehört zu den besten Weinen der Welt. Castel Ravello ist dafür berühmt. Alles falsch hier. Fiorano. Rittersporn ist ganz wild darauf. Ach ja, sein verwöhnter Gaumen. Hier drüben ist Pomino. Hervelus, den mag ich, schön trocken. Hervorragender Wein, du hast Geschmack.
Dann gibt es eh nur noch den hier, oder? Hier, 1269. Und nun? Sehen wir nach leeren Fässern. Willst du sie anstechen? Fürs Erste reicht es, wenn wir klopfen. Wenn es hohl klingt, sind wir fündig geworden. Na dann, Geralt, klopf. Das voll. Klingt hohl. Was? Na gut. Das hier ist voll. Hohl. Das hier ist auch voll. Ich bin gespannt, wie das Hohle klingt. Voll. Das hier ist auch voll. Wenn wir jetzt kein leeres finden, würde ich sagen, wir machen einfach eins leer. Und dann Mission erfüllt. Voll. Alle voll, voll. Sieht aus, als wären alle Fässer voll. Sackgasse, fürchte ich. Voll sind sie schon. Aber ist auch Sangreal drin? Nimm einen Hahn und einen Hammer. Wir öffnen sie und probieren. Ja, dann müssen wir kosten. Jetzt, na also, ich wusste doch, worauf das hinausläuft. Ach ja. Den Hammer habe ich ja zufälligerweise schon gefunden. Jetzt brauchen wir nur noch einen Hahn. Ich glaube, da unten leuchtet da, oder? Ja, da leuchtet was. Ein Zapfhahn. Zapfhähne. Ich komme. Hier sind die Hähne. So. Dann an die Arbeit. Stechen wir sie an. Bereit. Geht zur Seite. Warum ziehe ich eigentlich mein Schwert gerade? Und? Diese Gewürznoten, einmalig. Das ist Sangreal. Oh, ich glaube, Geralt ist auch schon ein bisschen vom losen Geruch betüdelt. The same procedure as every year. Widerlich. Bitterer Mistwein. Vielleicht ist er umgekippt. Unmöglich. Das ist kein Wein, sondern übler Unrat, der nie ein Fass von innen hätte sehen sollen. Es kann kein Zufall sein, dass er trotzdem in einem Fass ist. Meister Fabrizio. Mal sehen, was der dazu zu sagen hat. Schade. Ich hätte gehofft, dass wir jetzt alle Weine durchprobieren und sie dann betrunken wird. Hätte lustig sein können. Meister Fabrizio, ich bin sehr enttäuscht. Aber gnädige Herrin, ich... Du bist einen Schritt davon entfernt, den Kopf zu verlieren. Sag die Wahrheit, dann behältst du ihn vielleicht. Hallo, Avoy-chan, Chen, wie geht's? Ich gestehe alles. Ich habe ein Fass Sangreal verkauft. Bitte vergib mir. Warum hast du das getan? Ich konnte nicht widerstehen. Sie haben eine abenteuerliche Summe gezahlt. Das stimmt. Da bin ich schwach geworden. Fand ich auch nicht nett, dass sie gleich mit einer Ohrfeige anfängt. Bezahle ich dir nicht genug? Ich wollte unseren Familiensitz zurückkaufen. Das hier gehört mir nicht. Gut, ich habe ein Dach über dem Kopf und genug zu essen, aber was ist ein Edelmann ohne eigenes Land? Ich werde alles sagen, aber bitte erweise mir Gnade. Wem hast du den Wein verkauft? Vor ein paar Wochen hat ein reicher Edelmann mich in der Fasanerie angesprochen. Er behauptete, Diplomat zu sein und Verbindungen zum Hof zu haben. Er schlug mir ein gemeinsames Unternehmen vor. Er hatte Kunden, die schon für einen Tropfen Sangreal ein Vermögen hinblättern würden. Er wollte als Mittler fungieren. Wie heißt der Mann? Das hat er nie gesagt. Er war groß, schwarzhaarig und sprach mit Akzent, behauptete aus Zintra zu stammen. Ich habe keinen Edelmann aus Zintra am Hof.
Aber warum ist er denn so doof und hat ein ganzes Fass verkauft? Warum hat er denn nicht aus jedem Fass ein bisschen was genommen? Das wäre wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Andererseits hätte er dann alle Fässer anzapfen müssen vorher, ne? Das stimmt. Das ist wahrscheinlich blöd. Ja, den DLC spiele ich zum ersten Mal. Den habe ich noch nicht gespielt bis jetzt. Hast du wirklich geglaubt, das fliegt nicht auf? Ich war ein Idiot. Ich bitte dich, gnädige Herrin, vergib mir. Und wie wurde der Wein übergeben? Wir haben uns im Schutze der Dunkelheit in den Ruinen von Foastre getroffen. Ein Dutzend Männer kam zur Abholung. Bewaffnete. Die Sorte, die nach Ärger riecht. Ich brachte ein Fass, das sie auf einen Wagen luden, und dann trennten sich unsere Wege. Das ist alles? Da hast du sie zum letzten Mal gesehen? Naja, vor ein paar Tagen traf ein Bote ein. Er sagte, sie wollten ein weiteres Fass kaufen. Und das habe ich bereits für die Lieferung vorbereitet. So, so. Das reicht. Wir wissen, was wir wissen müssen. Gnädige Herrin, ich flehe dich an. Vergib mir. Geh mir aus den Augen. Die ist aber auch eine Drama Queen, oder? Hauptmann, lass Meister Fabrizio. Weil er seinen Wein verkauft hat. Er muss sich für sein Verbrechen verantworten. Hochverrat. Und was jetzt, Hexer? Wir stellen eine Frage. Wir müssen die Weindiebe fangen. Der Edelmann aus Zintra könnte der Erpresser sein. Ich bringe die nächste Fuhre nach Foastre. Damien und seine Soldaten begleiten mich. Ausnahmsweise bin ich mal deiner Meinung. Wir machen es, wie du sagst. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Hallo, Mr. Skyline. Ich denke, es kann losgehen. Aber verdammt! Reagiert die über wegen so ein bisschen Wein. Aber dieses ganze Szenario hier lenkt so ein bisschen von meiner ursprünglichen Theorie weg. Also wahrscheinlich stimmt das eher nicht, denke ich mal. Aber wer weiß. Vielleicht gehört das alles noch zu ihrem Plan. Ich glaube immer noch, dass sie die Fädenzieherin ist. Ich meine, die Szene gerade hat sie nicht gerade sympathischer gemacht. Insofern vielleicht soll das schon so darauf hindeuten, dass sie Böses im Busch führt. Hä? Was? Im Schilde. Es gibt keinen Grund zu warten. Legen wir los. Wir brechen sofort auf und gehen in Stellung, bis du eintriffst. Du nimmst den Wagen. Wir sehen uns dort. Gut. Achtet während der Übergabe auf mein Signal. Ja, danke, Abuchan. Ich finde den bis jetzt auch wirklich sehr gut, den DLC. Entspann dich. Wir warten hier. Ist es nicht ein bisschen verdächtig, wenn ein weißhaariger, in schwarzer, schwerer Rüstung gekleideter Kerl die Übergabe macht? Seht, unser lieber Winzer. Doch ist es. Anscheinend. Das ist er nicht. Na gut, dann bringen wir jetzt alle um. Aber ist das wirklich Sinn der Sache, dass wir jetzt alle umbringen? Dann kriegen wir wieder keine Informationen von denen. Aber ja.
Au, ich hasse diese Fernkämpfer. Oh, das Fass explodiert, glaube ich, gleich, oder? Ja. Wow, wie? Doch, du bist also der Übeltäter hier mit deinem Pfeil und Bogen. Kommst dir wohl cool vor. So. Oh, oh. Das wird gar nicht. Lass mich mal hin. Du machst irgendwie gar keinen Schaden. Sag ich und mach auch keinen. Oh Gott. Ich hoffe, das ist jetzt kein Game-Breaking-Glitch, dass der hier durch die Tür geglitscht ist. Das wird schon passen, hoffe ich. Das wäre so ein uralter, klassischer Videospiel-Bug, dass irgendwelche Monster, die man oder Gegner, die man töten muss, durch eine Wand glitschen. Oder hatten wir vereinbart, dass ihr auf mein Signal wartet? Aber Glück gehabt. Das war der Plan, aber... Toller Schuss. Gut, dass du was getan hast. Ich weiß nicht, wie es sonst ausgegangen wäre. Stets zu Diensten. Es war ein guter Kampf. Einen der Sträucher haben wir geschnappt. Stellen wir ihm ein paar Fragen. Los. Der durch die Tür geglitscht ist wahrscheinlich. Ich habe mich in dir getäuscht. Naja, du hattest keinen Grund, mir zu trauen. Und ich habe nicht viel getan, um daran was zu ändern. Stimmt. Du bist nicht sonderlich charmant. Jedenfalls sehe ich, wie du dich ins Zeug legst. Ich weiß das zu schätzen. Gehen wir zur gnädigen Herrin. Sie wartet in der Nähe. Respekt! Na gut. Was? Sie ist hier? Du hast doch hoffentlich nicht geglaubt, ich würde euch die Sache alleine überlassen, wo doch jede Stunde zählt. Bringt mir diesen Gefangenen. Wir müssen ihm einige Fragen stellen. Ist auch verdächtig, ne? Ich find's verdächtig, dass sie immer dabei sein will. Aber vielleicht ist sie auch einfach nur ein Kontrollfreak. Das kann auch sein. Hauptmann, du hast die Ehre. Wer hat dich geschickt? Er heißt Hund. Angeblich hat er deine Mutter gepimpert. Noch einmal. Wer hat dich geschickt? Der Geliebte deiner Oma. Er heißt... Warte. Wenn er nicht reden will, muss er nicht. Warte, ich will wissen, wie der Geliebte deiner Oma heißt. Nützlich machen. Sicher braucht der Hexer einen Köder, um das Biest von Beauclair anzulocken. Was? Klar, ich habe gerade keinen mehr. In dem Fall gehört er dir. Hauptmann, deine Männer sollen mir ein starkes Seil holen. Es soll nicht gleich reißen, wenn man einen Mann an einen Baum aufhängt. Seil? Lebendköder. Eignet sich ideal für Monster, sofern sie den Blutgeruch wittern. Aber dafür sorge ich. Was? Nein, um Himmels Willen! Lass sie das nicht! Hör auf zu schreien. Du hast noch eine lange Nacht vor dir. Nein, lass das nicht zu! Ich rede! Nee, die Maske gehört wirklich zu dem Rüstungsset. Das ist so eine alte Vampirrüstung, die man in so Vampirruinen finden kann. Hab extra nochmal neu geladen, damit ich das ganze Set krieg, weil ich vorher nur ein paar Teile davon hatte. Und damit regeneriere ich Lebensenergie für jeden Gegner, den ich töte. Die Fässer. Wo sollten die hingebracht werden? Weiß ich nicht. Hauptmann, ich brauch das Seil wohl doch. Ich weiß es wirklich nicht. Nur Hornitz, der Anführer, wusste es. Der liegt tot da drüben. Dieser da. Das erste Fass ging zu einem Lagerhaus am Hafen. Aber wohin dieses gebracht wurde, weiß ich nicht. Das ist die Wahrheit. Ihr müsst mir glauben. Wer hat dich angeheuert?
Er wird mich umbringen. Du solltest dir lieber Sorgen wegen mir machen. Wer ist es? Komm schon, Mann, raus damit! Der Zentrier, so nennt man ihn. Ich habe ihn nie gesehen, aber ich weiß, dass er die Männer für dieses Ding angeheuert hat. Das haben sie gesagt, dass wir für den Zentrier arbeiten. Mehr weiß ich nicht, ich schwöre es. Bringt ihn in den Kerker. Dort wird er auf seinen Prozess warten. Hauptmann, wir reiten in die Stadt. Sammle deine Männer und such den Zintrier. Jemand muss ihn kennen oder gesehen haben. Ja, gnädige Herrin. Ich komme in den Palast, so wie ich etwas weiß. Ich kehre noch nicht in den Palast zurück. Unsere Mission ist noch nicht vorbei. Der Hexer und ich warten beim Wachposten am Hafen auf dich. Auf in die Stadt. Ich bin gespannt, wohin das führt. Die Story. Wenn sich jetzt wirklich herausstellt, dass das einfach nur irgend so ein neuer Charakter ist, der Zintria, dann bin ich schon enttäuscht. Wenn da nicht irgendwo jemand von den Figuren, die wir schon kennen, involviert ist in das Ganze. Und ich habe immer noch die Herzogin im Verdacht. Dann wäre ich ein bisschen enttäuscht jetzt. Schauen wir mal. Bin gespannt. Es ist spät. Entspann dich. Er kommt schon. Ich möchte wirklich mal wissen, wie man so verdammt ungerührt bleiben kann. Unmenschlich. Nebenwirkung der Mutationen. Hexer verlieren selten die Nerven. Was, wenn ihm etwas zugestoßen ist? Der Hauptmann scheint gut auf sich aufpassen zu können. Mag sein, aber dieser Zintrier kommt mir nicht wie ein gewöhnlicher Bandit vor. Es ist ihm gelungen, herzoglichen Wein unter der Nase der Wache wegzuklauen. Wir haben nur durch einen Zufall davon erfahren. Und er hat dem Vampir die Opfer benannt. Man muss schon ziemlich von sich überzeugt sein, um ein solches Monster zu erpressen. Wir wissen immer noch nicht sicher, ob der Zintrier hinter der Entführung steckt. Vielleicht hat er sich nur um den Weinklau gekümmert. Selbst dann hätte er den Wein immerhin an die Entführer verkauft. Das macht ihn in meinen Augen zum Komplizen. Wir müssen den Zintrier finden, ob er nun dahinter steckt oder nicht. Auch wenn er nicht dahinter steckt, könnte er doch wissen, wer der Erpresser ist. Außerdem, den Auftraggeber zu kennen ist eins. Dann wüssten wir immer noch nicht, weshalb... Da kommt jemand. Hauptmann, warum kommst du so spät? Wir haben dich vor Stunden erwartet. Dieser Zintrier arbeitet nicht alleine. Wir haben es mit einer ganzen Organisation zu tun. Wir wurden von Banditen angegriffen. Es waren nicht mal wenige. Einer meiner Männer hat einen Armbruch, dem anderen ist das Knie zerschlagen. Für immer gelähmt. Und auf der Straße heißt es, auf deinen Kopf sei ein stattlicher Preis ausgesetzt, Geralt. Ich wollte dich gerade sagen. Das ist bestimmt nicht das erste Mal. Daran bin ich gewöhnt. Das ist nicht das erste Mal. Musst du immer... Also... Wir haben das Lagerhaus am Hafen gefunden, in das der Wein geliefert wurde. Und den Pächter dazu. Das war ein Bettler, ein Strohmann. Als wir ihn fanden, gab er gleich alles zu. Ein Mann habe ihm das Geld für die Pacht gegeben. Hatte ihn angesprochen, als er vor der Fasanerie bettelte. Dort wartete ein Wink des Schicksals auf uns. Eine Kellnerin erinnerte sich, Wein über einen Adligen verschüttet zu haben, der mit zintrischem Akzent sprach. Wie hat er ausgesehen? Ihre Beschreibung war nicht sehr aufschlussreich. Gut aussehend und mit Bart. Könnte jeder sein. Aber an seine Begleiterin konnte sie sich gut erinnern, weil sie sie kannte. Am Arm des Zintriers war Cecilia Belante. Die Sängerin? Von der habe ich gehört. Sie soll sehr begabt sein. Genau die. Wir haben uns sofort zu ihr begeben. Doch sie war nicht zu Hause. Wir haben die Angestellten befragt. Ein Stubenmädchen sagte, dass Cecilia heute Abend mit einem Herrn aus Zintra verabredet ist. Sie hat ihn zu einem Empfang der Mandragora eingeladen. Mandragora, was ist das?
Eine örtliche Künstlervereinigung. Maler, Bildhauer, Barden und Tänzer. Nie davon gehört. Der Bund ist sehr mysteriös. Absichtlich, schätze ich. Begreift sich als exklusive Verbindung der künstlerischen Elite. Hin und wieder veranstaltet er Soirées, zu denen ausschließlich reiche Mäzene eingeladen werden. Alle erscheinen in aufwendigen Masken. Es wird getrunken und geschäkert. Schnappen wir uns den Zintria. Dazu müssen wir wohl zu diesem Empfang. Ganz meine Meinung, Hexer. Ich sammle meine Männer und umstelle das Gebäude. Da kommt kein Mäuschen durch. Kommt nicht in Frage. Wenn der Zintria tatsächlich Männer in der Stadt hat, wird er davon erfahren und uns entkommen. Die Herzogin hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Am besten gehen wir hin und mischen uns unter die Gäste. Genau das werden wir tun. Wir, edle Herrin? Geralt und ich. Bei dieser Art von Gesellschaft könnte der Hexer meine Hilfe brauchen. Wo findet der Empfang denn statt? Die Mandragora hält ihre Versammlungen stets am gleichen Ort ab. Einem Anwesen in der Oberstadt. Ein nobles Viertel. Geralt, du musst dich passend kleiden. Danach treffen wir uns in der Oberstadt in der Scharlatanallee. Schön, dass er noch die Kerze ausgemacht hat. Das sind so die kleinen Details, ne? Das ist schon sehr cool. So. Optional liege Kleidung an. Für angemessen hält. Was weiß denn ich, was die für angemessen hält? Ich finde, meine Kleidung ist sehr angemessen für jeden Anlass. Sei vorsichtig und pass gut auf die gnädige Herrin auf. Kühne Ratte, dieser Zintria. Aber das mit der Kleidung ist ein eigener Questmarker, ein eigener Punkt. Da gehe ich mal hin. Vielleicht kriege ich Kleidung geschenkt. Ich glaub's nicht. Früher hätten die Ritter kurz... Oh. Ach ja, genau. Es ist ja ein Kopf auf mich ausgelegt, oder? Ausgesetzt. Ein Kopf? Was? Was ist los? Aber irgendwie kämpft auch eine Stadtwache mit. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Töten wir einfach mal alle. Wie ich geskillt habe, ehrlich gesagt recht random. Ist der Hund jetzt gestorben? Nein, irgendwer hat den Hund getötet. Ich hoffe, ich war es nicht. Ich glaube, ich habe gerade auch noch ein Hühnchen getötet. Damn it! Ich wusste nicht, dass die sterben können. Das ist ja furchtbar. Oh Gott. Die sahen nicht aus, als wären sie von hier. Damien hatte recht. Man macht Jagd auf mich. Weg mit der Klinge, du Depp! Kannst du dich noch erinnern, dass wir gerade gemeinsam gekämpft haben, du Trottel? Ich kann es dir kurz zeigen, wie ich geskillt habe. Aber wie gesagt, relativ random, sehr stark auf einfache, leichte und starke Angriffe spezialisiert einfach. Weil ich das leider nicht mag. Ich finde das leider nicht gut. So gut ich das Spiel finde, sowohl von der Story als auch von den Dialogen her, es ist so gut geschrieben und so toll inszeniert. Total gut. Aber genauso wenig mag ich leider das Gameplay. Also das finde ich so okay, aber jetzt nicht besonders gut. Und das Charakterentwicklungssystem, das Rollenspielsystem dahinter, gefällt mir leider gar nicht. Deswegen habe ich mich damit auch nicht sehr stark beschäftigt. Hallo. Hallo. Ist das nicht toll hier? Muss ich jetzt wieder ganz nach oben zu der Burg, weil das ist immer das... Nee, glaube ich nicht. Ich bin gespannt, wo ich hingehe jetzt eigentlich gerade. Zu einem Schneider oder so? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ah ja, tatsächlich. Ich klau dir mal das Buch hier, aber eigentlich will ich lieber mit ihm reden. Der Bo aus dem Norden. Willkommen zurück. Genug der Sticheleien. Zeig mir, was du anzubieten hast. Mit größtem Vergnügen, Herr. Ach, und hier soll ich jetzt angemessene Kleidung mir selber kaufen, oder wie? Weiß nicht, ob ich das will. So ein Hemdchen brauche ich fürs Craften irgendwie, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Aber hey, ich verkaufe dir gern diese Handschuhe hier, wenn du willst.
Für 31. Na super. Ja, mach das. Was soll ich machen? Kleidung kaufen. Das passt zur Geschichte. Aber es wird auch sehr gut zu Geralt passen, dass der einfach mit voller Montur ankommt, finde ich. Mit voller Rüstung. Ich meine, kommt immer drauf an. Er weiß schon, ne? Es ist nicht, dass er irgendwie rüpelhaft oder ungehobelt ist und ich wüsste, wie er sich kleiden müsste. Aber wenn es halt gerade einfach eher seinen Zwecken dient, dann ist es ihm auch wurscht, was andere über ihn denken oder so. Ich glaube, eine Maske brauchen wir nicht, oder? Es ist ja kein Maskenball. Der verkauft nur diese Hosen hier. Ich finde, die passen überhaupt nicht zu unserem Oberteil. Aber meinetwegen. Und das sind auch die einzigen Handschuhe, die er hat. Aber meinetwegen. Schauen wir mal, wie das Ganze zusammen aussieht. Ich finde es ein komisches... Danke. Ich glaube, das wäre vorerst alles. Ja. Stets zu deinen Diensten, Herr. Ein komisches Set. Schauen wir mal. Also, von mir aus. Die Handschuhe sind sogar richtige Rüstungshandschuhe, dass die Handschuhe sehen. Ich glaube, die Handschuhe lassen wir ganz weg. Das sieht gerade ein bisschen aus wie so eine Comicfigur mit so riesen Händen. Ja, genau. Das ist schon besser. Und ich befürchte, wenn schon, denn schon, müssen wir auch die Maske abnehmen, ne? Sadala. Ich habe sein Gesicht schon so lange nicht mehr gesehen. Ach, tatsächlich, das zählt. Wahrscheinlich hätte das Oberteil schon allein gereicht, oder? Aber gut, bewaffnet bleiben wir, oder wie? Warum nicht? Man kann ja nie wissen. Na gut, dann machen wir das so. Sogar märchenreiche wie Trick haben ihre dunklen Geheimnisse. Schöne Melodie. Ach, Moment mal. War das gerade der Bade da oben aus der Nebenquest, der jetzt einen Song über unsere Abenteuer mit ihm gemeinsam geschrieben hat? Das würde ich nämlich gern hören. Bin ich gerade so beiläufig dran vorbeigelaufen, ohne darauf zu achten. Aber ich glaube schon. Früher hätten die Ritter kurzen Prozess mit solchen Abschaum gemacht. Ne, ich finde auch jetzt, wo ich die Maske so lange auf hatte, sieht das richtig ungewohnt aus. Und weil er rasiert ist. Oder beziehungsweise so einen Schnauze hat. Ich hatte ja immer einen relativ vollbärtigen Geralt. Das sieht echt komisch aus, fühle ich jetzt auch gerade. Er hat leider aufgehört zu spielen, aber das war er schon, der Le Papillon. Schade, schade. Das hätte ich jetzt gern gehört. Naja. Ein Schlückchen in Ehren kann niemand verringern. Okay, hoppeln wir zur nächsten Quest. Reginaldo Bries zurück! Nicht versäumen! Gleich Karten kaufen! Das beste Mittel. Geralt der Rollmops. Ein Hexer. So. Der Zweizahn ist heuer wirklich gar nichts geworden. Hä? Bin ich im falschen Gebäude oder so? Entschuldigung, Kräuterfrau. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Aha, okay, hier. Gut. Sie verspätet sich. Warum wundert mich das nicht? Laternenfest. Oh nein, es ist doch ein Maskenball. Sieh an. So viel Sinn für Stil hätte ich dir gar nicht zugetraut. Nicht übel. Sicher kein aufstrebender Künstler, aber immerhin. Nur noch eine Kleinigkeit. Hier, setz die auf. Ah, sie hat mir eine Maske mitgenommen. Maske? Na dann. Bei Mandragora-Soireen tragen alle Gäste eine Maske. Wer eine trägt, wird nicht gefragt, wer passt er ist. Passt zufälligerweise perfekt zu meinem Oberteil. Hatten wir noch mal Glück. Weißt du, warum sie Masken tragen? Oh, vermutlich, weil es so romantisch und geheimnisvoll ist. Nein,
Die Wahrheit ist schlichter. So weiß niemand, welche betrunkenen Adligen die Tänzerinnen kneifen. Immer diese magischen Videospielmasken, die so einen Zentimeter vom Gesicht entfernt schweben. Aber ich meine, ist ja auch eine magische Welt hier. Wer weiß, mit was die verzaubert sind. Gehen wir, die Soiree hat begonnen. Klug von dir, die Waffen zu verstecken. Sonst hätten sie uns garantiert nicht reingelassen. Wie sollen wir den Zintria finden? Hast du einen Plan? Hauptsache, wir machen ihn nicht misstrauisch. Erkundigen wir uns zuerst nach Cecilia. Das ist weniger verdächtig. Wenn wir sie finden, haben wir ihn gefunden. Vor allem, da er uns vielleicht erwartet. Wie meinst du das? Ich bin in der Stadt seinen Schergen begegnet. Die haben mich erkannt und wollten mir ans Leder. Ja, du hast recht. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Komm, wir sind dran. Madame, Monsieur, es ist ein Vergnügen, euch zur Soiree der Mandragora begrüßen zu dürfen. Ich kann heute Abend ganz besonders empfehlen, den künstlerischen Darbietungen unserer Gemeinschaft eure werte Aufmerksamkeit zu schenken. Was für Darbietungen erwarten uns denn? Heute Abend hat die Mandragora die Ehre, drei superbe Beispiele höchster Kunst präsentieren zu dürfen. Zu Beginn hat Cecilia Belante ein Konzert gegeben. Wäre ihre Stimme ein Stein, so wäre sie gewiss ein Diamant. Leider hat Mademoiselle Cecilia ihre Darbietung bereits beendet. Wie schade. Wir hätten sie gerne gehört. Zum Glück kommt ihr noch recht, um den großen Callesti zu sehen, einen Meister der visuellen Illusion. Er kommt aus dem fernen Ophir. Visuelle Illusionen, interessant. Und der dritte Künstler? Der dritte und der vierte. Es ist ein Duo, die Tuven-Brüder. Sie führen ihre aktuelle Pantomime auf. Wir möchten gerne mit Cecilia Belante sprechen. Bewunderer, nehme ich an. Ihr werdet gewiss Gelegenheit haben, mit ihr zu parlieren. Es wird nicht einfach sein, hier in der Menge jemanden zu erkennen. Kannst du uns vielleicht helfen? Wo sie jetzt ist, weiß ich nicht, aber ich gebe euch einen Hinweis. Sehr gerne. Sucht die Orchidee aus Kovia. Was heißt das? Cecilia trägt eine im Haar. An der Orchidee könnt ihr sie erkennen. Sowas. Und da behauptet Rittersporn immer, Künstler wären arm wie die Tempelmäuse. Das Anwesen gehört ihnen ja nicht. Sie sind hier Gäste. Es gehört Orianna, der Frau in Schwarz, dort auf dem Balkon. Ich sehe sie. Warum trägt sie keine Maske? Das wäre zwecklos. Sie würde ohnehin von jedem erkannt werden. Suchen wir nach der Orchidee aus Kovia. Wenn wir Cecilia finden, haben wir den Zintrier gefunden. Ist da hinten ein fliegender Teppich? Irgendwie schon. Wenn es in der Welt tatsächlich sowas wie fliegende Teppiche gibt, warum reiten wir dann überall hin? Ich meine, nichts gegen Plötze. Plötze ist wahrscheinlich der beste Abenteuergefährte überhaupt. Aber so als Transportmittel wäre doch so ein fliegender Teppich irgendwie echt praktisch, oder? Unterhalten wir uns mal mit den Gästen hier. Es bedarf großer Präzision, die Seele. Warum ist der mit kurzen Hosen und Sandalen auf der Party? Also na los, wirklich. Sei keck und zeig uns den Künstler in dir. Die Farbkugeln. Wirf sie gegen die Leinwand. Was? Ach so, okay, gut. Ich nehme mal eine Farbkugel. Eine weitere Seele möchte ihre kreative Seite ausdrücken. Oh, mehr kann ich nicht nehmen. Und jetzt, was mache ich jetzt? Nun wirf das Mistding schon. Ja, wie denn? Ich weiß nicht, wie ich das werfen soll. Ah, hier. Genau. Dieses Grün. Üppig wuchernd wie die Reben eines Weinbergs. Auf die Rebe! Auf den Wein!
So, jetzt die gelben Kügelchen. Gelb? Wieso denn gelb? Ist doch klar, es repräsentiert Sünde in Reinform. Hä? Warum überlappt jetzt das Grün das Gelb? Das wollte ich nicht. Aber ehrlich gesagt sieht das ganz gut aus. Ist okay. Ah, das wollte ich auch nicht. Das sieht nicht gut aus. Das ist nicht gut. Ich bin dagegen, dass die Farben sich nicht so überlappen, wie ich sie werfe. Ich wollte hier Kunst erschaffen. Und jetzt guckt euch das an. Ich sehe Lippen. Voll sinnlich geöffnete Lippen. Die Komposition nimmt Gestalt an. Ja, es wird bestimmt ein Meisterwerk. Ich war. Das ist irgendwie ein nettes Minispiel. Finde ich. Gefällt mir. Sondern die Manifestation der Seele des Mannes. Vor allem die Kommentare dazu sind toll. Gab's schon Splatoon, als der DLC erschienen ist? Würde mich interessieren. Purpur. Eine edle Farbe. Der Himmel über Toussaint vor dem Sturm. Oder eine tief internalisierte. Voila. Voila. Nun gestattet mir einen Moment der Betrachtung. Ja. Meine Interpretation? Das Bild drückt spirituellen Dualismus aus. Nee. Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse. Nee. Und es drückt Unbeugsamkeit aus. Nee. Oh ja, das ist er. Gut gegen Böse. Der Dualismus der Menschen. Und Unbeugsamkeit. Eigentlich wollte ich darstellen, wie sich mein Bauch anfühlt, wenn ich pupse. Aber deine Interpretation ist auch in Ordnung. Das sag ich dir. So, weiter geht's. Wirklich ganz außergewöhnlich. Wie gerne ich ihn kennenlernen würde. Hör, hier ist noch eine Markierung, aber ich weiß überhaupt nicht, auf was sich die bezieht. Vielleicht über uns was. Okay, gut. Kann sein. Das ist ja tödlich öde. Lass uns gehen. Das erinnert mich gerade an Dragon Age. An Dragon Age Inquisition, wenn man in Pseudo-Frankreich unterwegs ist. Wie heißt es gleich nochmal? Nur, dass in Dragon Age Inquisition immer seltsam wenig NPCs rumstehen. Wir wünschen allein, wir sind beschäftigt. Aber ihr seid. Ihr seid ein Quest-Symbol. Glaube ich. Und du bist sicher, dass es ein Original ist. Plündern wir das Buffet mal, so. Und? Hast du schon das neue? Bitte geh. Das ist ein privater Alkohol. Bitte geh. Val Royal. Oder so, sollen. Genau. Du hättest auftreten sollen. Tja, da hat wohl jemand an. Wir wünschen allein zu sein. Bitte geh. Wie geht es dir, Herr? Gut, gut. Ich wünsche. Du hättest auftreten sollen. Tja, da hat wohl jemand anders entschieden. Und du bist sicher, dass es ein Original ist? Mein Schuh. Ich verstehe nicht, was ich hier tun soll. Ich verstehe wirklich nicht, was ich hier tun soll. Müssen wir. Ist alles oben? Muss ich irgendwie erstmal hochkommen, irgendwie, weil. Ich weiß, Fesseln der Form befreien und die Grenzen der Erkenntnis transzendieren. Pantomime beim Seilziehen? Ich weiß nicht, ich kann hier mit nichts interagieren. Soll ich mir das einfach nur anschauen oder soll ich mit. Sie müsste in einem der Alkoven sein! Mein Gott, schrei doch nicht so! Ich gehe ja schon zu einem der Alkoven. Aktiviere alle Alkoven. Die Borg. Star Trek. Das Star Trek Aufbaustrategiespiel fand ich cool. Natürlich habe ich das. Lass uns in Ruhe. So, was habt ihr jetzt davon? Bitte. Kein Licht mehr. Cecilia hätte nicht auftreten. Wir sind beschäftigt. Sei gegrüßt. Hallo. Ich war jetzt in allen Alkoven und da ist niemand. Suche in den Alkoven nach einer Frau mit einer Orchidee am Kopf. Ja, da hat wohl. Und du bist sicher, dass es ein Original ist? Mein Chef schwört es. Und hast du. Bitte geh. Das ist ein privater Alkoven. Ja.
Das wäre noch ein Alkoven vielleicht, aber der ist verschlossen. Alkoven! Gibt's gegenüber auch Alkoven? Vielleicht gibt's hier zwei Paar Alkoven. Alkohofen. Wer weiß. Ja, hier sind auch Alkoven. Na also. Puh. Ich dachte schon, ich dreh durch. Nicht stören, kusch, kusch. Kusch, kusch. Hm, das ist die richtige Blüte. Natürlich, eine Orchidee aus Kovir ist der ideale Kontrast zu ihrem Teint. Wir müssen mit dem Modell sprechen. Es dauert nicht lange. Mit mir? Lieg still. Reden kannst du ja, aber beweg dich um Himmels Willen nicht. Ui, das ist ja ein tolles Porträt. Den Stil kenne ich doch. Diesen Pinselstrich. Das ist Dorian Villesse. Die gnädige Dame hat von mir gehört. Ich habe sagen hören, dass Anna Henrietta selbst schon ein Porträt von dir malen lassen wollte. Richtig. Einmal hat der Palastkämmerer mir geschrieben, aber leider wollte man meine Bedingungen nicht akzeptieren. Was war denn das Problem? Als der Kämmerer erfuhr, dass ich nur Akte male, brach er den Kontakt ab. Er sagte, er würde nicht wagen, der allergnädigsten Herren so etwas auch nur vorzuschlagen. Ich wollte sie immer malen. Schade. Vielleicht kriegst du deine Chance noch. Wir kamen her, um mit dir zu sprechen. Mit mir? Aber warum? Der Adlige aus Zintra, mit dem du hier bist, interessiert uns. Der Adlige aus Zintra? Ah, ihr verwechselt mich mit Cecilia. Die Orchidee? Ich dachte... Nicht bewegen, sag ich. Cecilia hat am Ende ihrer Vorstellung die Blüte ins Publikum geworfen. Ich habe sie gefangen. Aber ja, den Adligen habe ich gesehen. Wir würden ihn gerne sprechen. Wie sieht er denn aus? Wie viele hier. Groß, dunkel, maskiert. Weißt du, wo er jetzt sein könnte? Er hat Cecilia ein kleines Geschenk gemacht. In einer herzförmigen Schachtel. Dann sind sie zu den Erfrischungen gegangen. Madame, Monsieur, entschuldigt, aber so kann ich nicht arbeiten. Ihr müsst gehen, jetzt. Na schön, der hatte aber einen Armreif auf den Arm gedichtet, den sie überhaupt nicht hatte. Ist mir nur aufgefallen. Nicht sehr originalgetreu, dieses Porträt. Warum sind denn hier überall Questmarker, mit denen ich nicht interagieren kann? Hoffentlich. Wie schön, dich zu sehen. Es muss eine Berühmtheit sein, das sag ich dir. So, eine herzförmige Schachtel, die hat einen Schirm. In ihrem Rock oder so. Hast du Angst vor Badewannen? Ob ich Angst vor Badewannen habe? Die hat... Okay. Okay. Dieser NPC hat einen Schirm. Um den Rock irgendwie in... Keine Ahnung. Ist diese kleinen Odeuvre-Dinger samt Zahnstocher einfach zack und weg. Und fragt mich, ob ich Angst vor Badewannen habe. Sehr viel besser wird's nicht mehr, glaube ich. Das ist ziemlich cool. Außerdem hat sie einen ganzen Teller voller Stäbchen. Und jetzt, Achtung! Ist es! Und weg. Die ist genial. Ich glaube, ich habe meine Lieblingsfigur in Witcher 3 gefunden. Bring zuerst dein eigenes Haus in Ordnung. Habt ihr das gesehen? Was macht die denn da? Jetzt isst sie irgendwie, als ob sie heimlich beobachtet wird. 50 von den Dingern gleichzeitig. Hast du Angst vor Badewanne? Und fertig ist sie. Und jetzt geht sie weg mit ihrem Schirm. Naja, oh mein Gott, die hat auch so einen Schirm. Was ist denn hier los? Warum haben die alle Glitschschirme in den Knien? Die gehören zusammen, die beiden. Ha, ich bin fasziniert.
muss ich sagen. Bin begeistert. Na gut, viele haben wir jetzt hier gar nicht mehr. Reden wir mal mit allen. Liebesbrief. Ein Liebesbrief an eine Serviette gepinnt. Laura. Oh, mon amour, mein Sonnenstrahl am Firmament meines Lebens. Was für ein Gesülze. Eine Dosis Fistech. Die Art des Künstlers, seinen Existenzschmerz zu betäuben. Dazu sage ich jetzt nichts. Die Empfängnis Eduards. Wir müssen uns von den Fesseln der Form. Wir müssen uns von den Fesseln der Form befreien und die Grenzen der Erkenntnis transzendieren. Hey, so Schnuckiputz, grüße deine Mutti. Nur der Schatten von Erwägungen über die Natur der Existenz. Für die letzte Bedeutung des Werks ist sie nicht von Belang. Die ersten Schritte Mathildas. Die Geburt Ludovics. Das hat was. Das gefällt mir irgendwie. Das spricht mich an. Im Gegensatz zu den anderen beiden. Geralt auch. Der hebt gleich total ab anscheinend. Und ist jetzt gefangen hier hinten zwischen den NPCs. Das ist aber nicht gut. Ah, puh. Okay, gut. Zum Glück kann er aus dem Stand 2 Meter hoch springen. Aber stirbt, wenn er 3 Meter tief fällt. Okay, wir sind noch nicht fertig. Ich gehe. Oder doch nicht? Das ist Scheißbund. Das ist es. Verzeihung. Suchst du jemanden? Ja. Liest du Poesie? Nein. Dein Genussel spricht Bände. Mein Genussel? Sei gegrüßt. Du auch. Ich gehe. Oder ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Untersuch die Tische. Habe ich doch schon gemacht. Ach so, warte mal. Hier. Ah, oh, da ist noch was. Eine leere, herzförmige Schale. Da haben wir es. Cecilia muss sie hier gelassen haben. Sieht aus, als wäre Parfum drin gewesen. Das können wir schnuppern. Der Duft hängt noch in der Luft. Folgen wir ihm. Da hat jemand seine Laute vergessen. Sieht ein bisschen wie die von Rittersporn aus. Seine ist zerkratzt. Er ist damit mal verdroschen worden. Der steht in der Treppe. Was ist denn hier los? Wie betrunken sind denn die NPCs hier alle? Oder waren die Game Designer hier etwa ein bisschen angeschwipst, ein bisschen zu viel Fistech oder so? Als die Party hier gemacht haben. Sieh mal, Laternen. Angeblich bringen sie Glück. Sind sie gleichmäßig? Die rechte Manschette kommt mir... Tut mir leid. Zutritt nur für Künstler der Mandragore. Komm, lass uns überlegen, was wir jetzt machen. Diese Stimme, die würde ich überall erkennen. Du musst mich mit jemandem verwechseln. Ich habe 15 Jahre im Palast gedient. Edle Herren, ich würde dich niemals verwechseln. Psst, nicht so laut. Wir sind inkognito hier. Staatsangelegenheiten. Jawohl, gnädige Herren. Wie kann ich dienen? Wir können uns hoffentlich auf deine Diskretion verlassen. Natürlich. Ich werde schweigen wie ein Grab. Wir suchen Cecilia Belante. Hast du sie gesehen? Sie ist in ihrer Garderobe. Mit einem Adligen. Die fühlen sich eindeutig voneinander angezogen. Wie sieht der Mann aus? Groß, breite Schultern, ein schwarzer Bart schaut unter der Maske hervor und er spricht mit irgendeinem Akzent. Das muss er sein. Wir müssen zur Garderobe. Rasch! Jawohl, gnädige Herrin. Ich bringe euch hin. Nein, du bleibst hier. Wenn jemand zu fliehen versucht, hältst du ihn auf. Verstanden. Schnell nach oben! Aber ich kann hier nicht rennen, sagt mir das Spiel leider. Ich würde mich ja gern beeilen. Aha! Ertappt beim Sterben. Das muss Cecilia sein. Kein Puls. Wir kommen zu spät.
hat ihr die Kehle durchgeschnitten. So ein Tier. Zur Tür ist er nicht raus. Das hätte die Wache gesehen. Er könnte hier noch irgendwo sein. Du musst ihn finden, bevor er noch mehr anrichtet. Ich sage sofort Oriana Bescheid. Sie muss die Soiree sofort beenden. Wir sollten uns nicht trennen. Geralt, ich komme zurecht. Geh du dem Halunken nach. Ich hole Hilfe. Okay, ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass wir wieder unsere Rüstung anziehen. Ja, ich kann nicht auf mein Inventar zugreifen. Na toll. Dann ist es jetzt wohl an der Zeit, Detektiv zu spielen. Er hat die Tür eingerissen und eine Plattform draus gemacht. Nicht dumm. Blutiger Hand. Muss auch ganz schön stark sein. Muss von ihm sein. Er hat sie umgebracht und ist dann zum Balkon raus. Na gut, gehen wir über die Tür. Aber nicht runterfallen, Geralt. Deine einzige Schwachstelle. Okay, gut. Puh. Er muss diese Leiter benutzt haben. Hä? Welche Leiter? Du siehst mehr als ich, Geralt. Ist hier irgendwo eine... Ist das eine Leiter? Nee. Doch? Ah, okay. Er könnte noch hier sein. Ich sollte aufpassen. Der hatte doch Blut an seiner Hand, Geralt. Kannst du das nicht erschnuppern? Blutflecken. Glieder einer zerrissenen Kette. An der muss das Juwel gehangen haben. Ein Edelstein mit einem blutigen Fingerabdruck. Den wollte der Dieb wohl haben. Daneben kleine Kettenglieder. Von einer zerrissenen Halskette vielleicht? Offenbar hat es einen Kampf gegeben. Ein Schmuckkästchen. Das Schloss ist kaputt. Vermutlich aufgebrochen. Ein zerschlagener Spiegel. Jemand ist damit kollidiert und dann zu Boden gegangen. Blut am Fensterrahmen. Ob jemand rausgeklettert ist oder rausgefallen? Der Wandleuchter ist verbogen und blutbeschmiert. Wollte sich da jemand dran festhalten? Soll ich jetzt aus dem Fenster springen oder gucken? Oder wie? Sieht kostbar aus, aber deswegen bin ich nicht hier. Ein leeres Tintenfass, umgeworfen. Es zeigt in den Raum. Die Leinwand ist zerschnitten. Da war jemand mit einem Messer dran. Na gut. Verschlossen. Kein Schlüssel in Sicht. Kein Schlüssel in Sicht. Ich glaube, ich bin... eigentlich irgendwie fertig hier, oder? Spiel, wenn du mir noch irgendeinen Hinweis geben willst, dann sag Bescheid. Währenddessen plündere ich mal die Blumen hier. Okay, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß gerade wirklich nicht weiter. Ich weiß nicht, was das Spiel jetzt will. Da wird alles, was rot war, abgeklappert. Alle Lupen auf der Minimap sind voll. Ah, die Mordwaffe. Da liegt sie noch. Ein reich verziertes Jagdmesser. Damit wurde wohl gekämpft. Das Juwel war wohl in der Schachtel. Der Zintrier wollte es stehlen und ist erwischt worden. Dann gab es eindeutig einen Kampf und einer von beiden ist aus dem Fenster gefallen. Der Sturz muss tödlich gewesen sein. Das Juwel ist noch da, also muss es der Zintrier gewesen sein, der gefallen ist.
Das ist also der Fährtenleser. Ein Hexer, ja? Ja, das ist er. Wir haben die Leiche zusammengefunden. Dann ist er dem Mörder nachgegangen. Dann bin ich hier gelandet und habe nur die Spuren eines Kampfs gefunden. Offenbar hat es sich für den Cintria nun ausgemordet. Schade, dass es für Cecilia zu spät war. Armes Mädchen. Ich habe ihr gesagt, dass sie ihre Männer schlecht auswählt. Aber einen Mörder hätte ich niemals vermutet. Ich alarmiere die Bediensteten. Sie sollen sich um ihre Leiche kümmern. Kommt, setzen wir uns doch. Dann erzähle ich euch alles ganz genau. Aber wollen wir nicht mal gucken, ob unter dem Fenster irgendwo einer liegt oder so? Weil ich meine, ist schon hoch und so und stark geblutet und so. Ich hatte ihn auf frischer Tat beim Stehlen ertappt. Okay. Er durchwühlte meine Sachen. Was hast du getan? Die Wache gerufen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich wollte nicht, dass er flieht. Er stand mit dem Rücken zu mir, also habe ich ihn angegriffen. Er schlug sich den Kopf an einem Bilderrahmen, als wir kämpften. Er blutete, war benommen. Und dann zog er ein Messer. Dann ging alles ganz schnell. Ich schlug ihm die Waffe aus der Hand und schubste ihn. Stark. Er... fiel aus dem Fenster. Genau. Es ist nicht wirklich klug, sich mit einem bewaffneten Dieb anzulegen. Warum? Weil ich eine Frau bin? Ein Kleid und keine Rüstung trage? Ich kann sehr gut auf mich aufpassen. Eine Haarnadel sieht vielleicht wie ein Schmuckstück aus. Aber im Auge ist sie so wirkungsvoll wie eine Klinge. Also wenn man kämpfen will, wäre eine Rüstung wahrscheinlich tatsächlich besser als ein Kleid. Insofern, aber gut. Ich glaube, der Mann wollte dich ausrauben, als du ins Zimmer kamst. Ja, er stand vor meinem Frisiertisch und hat meinen Schmuck durchwühlt. Um das zu suchen, nehme ich an. Das habe ich beim Suchen entdeckt. Das ist ja das Herz von Toussaint. Oriana, wo hast du das her? Ich habe es gekauft. Vor vielen Jahren. Von einer jungen Frau. Ich glaube, der Mann wollte dich ausrauben, als du ins Zimmer kamst. Ja, er stand vor meinem Frisiertisch und hat meinen Schmuck durchwühlt. Um das zu suchen, nehme ich an. Das habe ich beim Suchen entdeckt. Ich glaube, das hatten wir schon. Das ist ja das Herz von Toussaint. Ich habe... Na dann. Das Juwel scheint wichtig zu sein. Warum? Das Herz ist ein Erbstück. Es gehörte viele Jahre meiner Familie. Dann war es verschwunden. Ich hätte nie gedacht, dass es wieder auftaucht. Jemand wollte es unbedingt finden. Der Dieb hat seine Werkzeugtasche zurückgelassen. Dort habe ich diese Zeichnung gefunden. Seht. Das Herz von Toussaint. Die Zeichnung ist sehr genau. Der Cintria hatte einen Auftrag. Er wusste genau, wonach er suchen sollte. Also suchen wir nicht ihn, sondern seinen Auftraggeber. Ist das der einzige Hinweis, den wir gefunden haben? Ich habe noch die Waffe gefunden, mit der er Oriana angegriffen hat. Ein Jagdmesser zum Häuten von Wild. Am Heft ist ein Emblem. Dieses Wappen benutzen die Herren von Dun Tin. Der derzeitige Burgherr ist ein begeisterter Jäger. Vielleicht unsere nächste Spur? Dun Tin. Ich erinnere mich. War vor einigen Jahren eine verlassene Ruine. Vor kurzem ist Roderick, der letzte Erbe der Familie, zum Familiensitz zurückgekehrt und hat die Burg wieder aufgebaut. Weißt du mehr über diesen Roderick? Sein Großvater war ein Berater von Königin Ardemata. Die Familie hat diese Ländereien für seine Dienste erhalten. Roderick lebt sehr zurückgezogen. Er meidet Gesellschaften und gibt sich lieber mit einer kleinen Gruppe von Rittern ab. Obwohl der Begriff nicht ganz zutrifft, da sie eher Vandalen sind mit einem Wappen auf dem Schild. Oriana,
Ich hoffe, dass du alles, was wir besprechen, für dich behältst. Ich verlasse mich drauf. Wenn bekannt wird, dass sein Juwelendiebstahl gescheitert ist, könnte sein Auftraggeber untertauchen. Wir müssen vorsichtig sein. Diskretion ist uns allen wichtig. Ich frage nicht, worum es hier geht, erwarte aber, nicht mehr damit belästigt zu werden. Von niemandem. Verzeihung, Madame Oriana. Durfte ich was sagen? Entschuldigt mich bitte. Oriana, was hältst du von hier? Es gibt nur wenige, bei denen ich mich unwohl fühle. Aber in ihrer Nähe spüre ich Furcht, Unbehagen. Die Zeichnung. Sie ist auf demselben Papier wie die Namen der Opfer. Auch mit derselben Tinte gezeichnet. Scheint das Werk unserer Erpresser zu sein. Die nicht nur hinter den Morden des Biests stecken, sondern auch den Sangreal gestohlen haben und das Herz von Toussaint haben wollten. Der Wein, das Juwel, beides hängt mit dir zusammen. Untrennbar. Ein Zufall? Das will ich einfach nicht glauben. Eins bereitet mir dabei Sorgen. Dass am Ende dieses Plans ein Mordanschlag auf dich stehen könnte. Es könnte auch ganz was anderes sein. Dam, dam, dam. Meine Schwester Sienna könnte hinter der Verschwörung stecken. Sie hat den Hof verlassen, als wir Kinder waren. Meine Eltern verbannten sie aus dem Herzogtum. Seitdem habe ich sie nicht gesehen. Okay. Dann möchte ich meine Theorie von vorher nochmal aufgreifen und die Herzogin mit ihrer Schwester ersetzen. Aber ansonsten bleibt eigentlich alles gleich. Was hat deine Schwester getan, dass sie verbannt wurde? Sienna war verflucht. Hatten die Eltern Streit mit einem Magier? Nein. Sie wurde zu einem unglücklichen Zeitpunkt geboren. Angeblich lastet auf ihr der Fluch der schwarzen Sonne. Geralt, stimmt das? Kann jemand böse sein, weil er während der falschen Mondphase geboren wurde? Könnte sein. Aber es kann auch sein, dass er von Geburt an wie ein Aussätziger behandelt wurde. Abgesondert, weggestoßen, geächtet. Sienna hatte es wohl nicht leicht. Sie war wütend auf die ganze Welt. Sie hat sich minderwertig gefühlt, verletzt und alles hinter Selbstvertrauen und Arroganz versteckt. Sie konnte so grausam sein. Ich erinnere mich an einen Vorfall. Sie redete Cédric de Coulbert ein, die Zukunft in ihren Träumen sehen zu können. Wir waren Kinder und Cédrics Bruder war in mich verliebt. Das harmlose Verliebtsein von Kindern. Sienna wusste davon. Deshalb hat sie Cédric von einem ihrer Träume erzählt. Dass er sterben würde. Durch die Hand seines Bruders. Cédric stahl das Schwert seines Vaters und tötete seinen Bruder. Sie zerstörte zwei Leben mit einem Streich. Cédric trauert bis heute. Schließlich verbannten sie sie aus dem Palast. Vor über 10 Jahren. Ich vermisse sie schrecklich. Du denkst, deine Schwester könnte damit zu tun haben? Warum? Weißt du, sie war schon immer besitzergreifend und eifersüchtig auf alles, was ich hatte und sie nicht. Rivalität, das ist doch normal unter Schwestern. Stimmt. Vermutlich habe ich so viel ausgeteilt, wie ich eingesteckt habe. Manchmal vermisse ich das richtig. Der Wein, dieser Diebstahl, war der erste Hinweis. Das sieht ihr ähnlich. Sie hat mir immer meine Spielsachen gestohlen. Aber sicher war ich mir erst, als ich das Herz von Toussaint gesehen habe. Sienna hat es von Vater geschenkt bekommen, als meine Eltern sie noch für ein ungezogenes kleines Mädchen hielten. Jemand wollte meinen Wein. Dann sollte unser Familienjuwel gestohlen werden. Oder eher zurückgeholt? Das ist meine Schwester, ganz sicher. Eine gefallene Prinzessin, die sich ihre Wünsche erfüllt, verlorenen Luxus wünscht. Könnte sein.
Deine Mission hat sich geändert. Geh nach Duntin und finde Sianna, so sie sich dort aufhält. Egal, was sie getan hat, ihr darf nichts geschehen, in welcher Form auch immer. Dafür musst du Sorge tragen. Ich werde sie finden, wenn sie dort ist. Das hoffe ich. Ich würde gerne mit ihr reden, von Schwester zu Schwester. Gnädige Herrin, Geralt, ich möchte euch jemanden vorstellen. Regis, was für eine Überraschung, du in Buclair? Und das ist? Mein geschätzter Freund Detlef van der Ehretal. Er stammt aus Nazair. Wir stellen unser Können der Jagd des Hexers zur Verfügung. Ah, ja, wunderbar. Aber warum seid ihr hier bei Orianna? Sie haben mich überraschend besucht. Also habe ich Regis auf ein Glas Wein eingeladen. Wir kennen uns schon seit... Oh, Urzeiten könnte man sagen. Hexer, wie ich höre, kennst du Regis. Und ihr seid sogar Freunde? Ich kann mich nur auf wenige so sehr verlassen wie auf Regis. Hoffentlich denkt er das auch von mir. Seltsam. Gegensätze scheinen sich wirklich anzuziehen. Lass dich nicht täuschen, Liebes. Geralt hat viele Vorzüge. Er versteckt sie nur sehr gut vor der Welt. Du hast gesagt, dass ihr ihn bei seinem Auftrag unterstützt. Dann hängt das mit dem Biest zusammen. Meister Hexer, vielleicht kannst du meine Neugier stillen. Wie ist es, einem Monster gegenüberzustehen? Und man hat nur zwei Möglichkeiten. Töten oder getötet werden. Ich stürze mich nicht mit dem Schwert auf jedes Monster, auch wenn du anderes gehört hast. Bei manchen hilft es auch, zu reden. Ich frage mich, was dir so ein Monster zu sagen hätte. Vielleicht möchte es sich entschuldigen. Wirklich? Wofür möchte sich ein Monster bei einem Hexer entschuldigen? Für das Töten. Denn manchmal bleibt ihm keine andere Wahl, wenn die Liebsten beschützt werden müssen. Genau wie Menschen. Wenn sie in einer solchen Situation sind, töten auch sie. Du verstehst das. Das ist bestimmt der Grund, warum ihr Freunde seid. Regis und du. Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du einem Monster lieber helfen, als es zu töten? Wenn möglich, ja. Oder es zumindest versuchen. Genug vom Hexerhandwerk. Regis hat erwähnt, dass du aus Nazair kommst. Als Kind habe ich dort einige Zeit verbracht. Hast du schöne Erinnerungen? Es war wunderschön. Die Mode dort hat mich sehr fasziniert. Besonders die Kleider mit tiefem Ausschnitt. Ich glaube, uns geht langsam der Wein aus. Ich sollte in den Keller gehen und noch eine Flasche holen. Ich gehe. Willst du mir helfen, Regis? Du kennst deinen Wein besser als ich. Wir sind gleich wieder zurück. Eine außergewöhnliche Unterhaltung, findest du nicht auch? Vampire, ein Hexer und die Herzogin von Toussaint. Du meine Güte. Sehr außergewöhnlich, Regis. Ich wollte dich allein sprechen. Bist du verrückt, Detlef einfach herzubringen? Geralt, lass mich erklären. Nein, lass mich es erklären. Er ist gefährlich und du solltest auf ihn aufpassen. Aber genau das mache ich doch. Detlef ist überzeugt, dass du deine Aufgabe erfüllst und er niemanden mehr umbringen muss. Ja, bis er die Männer in die Finger bekommt, die seine Rena entführt haben. Orianna, ist sie wirklich eine Freundin von dir? Kann man ihr vertrauen? Ich habe sie vor Jahren kennengelernt, noch vor dir. Und bevor sie sich in Beauclair niedergelassen hat. Wir haben uns schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Aber ich werde dir alles über sie erzählen. Ein andermal. Ich vermute, euer Auftauchen war kein Zufall. Das wäre tatsächlich ein großer Zufall gewesen. Nein, ein nettes Vöglein hat es uns gezwitschert. Hör gut zu. Ich habe herausgefunden, wo die Erpresser sind.
Sie sind auf Burg Dun Tin. Das sind gute Nachrichten. Wenn sie dort sind, ist Rena auch dort. Die Herzogin denkt, dass wir ihre lang verschollene Schwester auch dort finden. Sie könnte in die Sache mit der Erpressung verwickelt sein. Willst du damit sagen, dass du jetzt zwei Frauen aus der Burg befreien sollst? Ich will damit sagen, dass Detlaff davon nichts erfahren darf. Er ist vor allem auf Rache aus. Geralt, du musst mir vertrauen. Ich weiß, wie ich mit ihm... Nein, Regis. Das kann ich nicht riskieren. Du musst mit Detlaff hier bleiben, wenn ich nach Dun Tin gehe. Allein? Allein. So kann ich dafür sorgen, dass keiner der Frauen etwas zustößt. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Gut, ich kümmere mich um Detlaff. Viel Glück, mein Freund. Das ist wirklich wunderbar, Detlaff. Ach, vielen Dank für die schönen Erinnerungen. Ihr seid zurück. Hat ja lange genug gedauert. Entgegen der allgemeinen Vorstellung ist die Auswahl eines Weins nicht so einfach, wie man denkt. Besonders, wenn er zwei so exquisiten Damen kredenzt werden soll. Regis, galant wie eh und je. Umso bedauerlicher, dass ich die zweite Flasche nicht mit euch trinken kann. Die Pflicht ruft. Gnädige Herrin, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für deine Hilfe, sie ist unschätzbar. Geralt, begleitest du mich hinaus? Du hast besondere Freunde. Dieser Detlaff, ein wirklich interessanter Mann. Ich kenne ihn nicht so gut. Hat er viel von sich erzählt? Nicht viel, aber ich habe ein gutes Gefühl für das Wesen meines Gegenübers. Sonst würde ich keine Woche am Hof überleben. Und wie ist sein Wesen? Empfindlich. Traurig. Er trägt das Gewicht einer schrecklichen Tragödie in sich. Er ist ein guter Mann, aber verloren. Deshalb wirkt er so grimmig. Ich hatte nicht erwartet, dass der Abend so endet. Ich auch nicht. Aber ich habe dich nicht zu einem romantischen Spaziergang rausgebeten. Ich möchte mich vergewissern, dass du weißt, was zu tun ist. Mhm. Ich muss nach Dun Tin. Ich habe entschieden, dass dich meine Wache begleitet. Du triffst sie bei der Mühle des Grafen Delacroix. Du wirst ihn finden. Er liegt am Fluss Saint-Retour in der Nähe der Taverne zum Basilisk. Hauptmann Delatour und seine Männer erwarten dich dort um Mitternacht. Ihr werdet die Burg gemeinsam stürmen. Hi. Cool. Das war schon alles cool. Gerade so. Einfach cool. So, jetzt muss ich mal kurz coolken. Ich hab's mir gedacht. Die nächste Quest hätte eine Levelempfehlung von 47. Das haben wir zwar schon erreicht, aber ihr wisst ja, ne? Nebenquests. Viele sind's gar nicht und wir könnten eigentlich bis auf eine fast alle machen. Das Monster aus Tufo. Naja, und dieses ein Level höher. Vielleicht, wenn wir dann beim nächsten Mal alle Nebenquests abgrasen, machen wir die eine auch. Auch wenn sie eigentlich ein Level zu hoch ist, technisch gesehen. Aber, come on, machen wir. Was ist denn das eigentlich? Erfülle die Aufträge, die der Krämerer dir gegeben hat. Welche hat mir denn der gegeben? Naja, ich würde sagen, um all das kümmern wir uns beim nächsten Mal. Aber ich ziehe noch schnell meine Rüstung wieder an, sonst vergesse ich das und wundere mich, was los ist. Ich sollte in die Rüstung echt mal Verstärkungen einschmieden, aber ich will warten, bis wir wirklich gute haben. Die Maske ist tatsächlich unter Questgegenstände einsortiert, obwohl die kein Questgegenstand ist, sondern ein Set-Gegenstand, ein Relikt. Naja. Schade trotzdem, dass man den nicht mit den Eselsohren kombinieren darf. Das wäre super. Aber gut.
Jetzt sieht er plötzlich mit der Maske sehr komisch aus. Wenn man es nicht gewohnt ist, ne? So, na schön, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Gute Nacht. Hab mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Und tschüss an alle, die das Video jetzt auf YouTube geguckt haben. Das extra super lange Folgenvideo und die nächste Folge Witcher 3 kommt bald. Macht's gut. Ciao.